Könnt ihr mich hören? Kannst du mich hören? Ja, so. Ja. Ich sah, wie Uma den schwarzen Stein küsste und sagte, ich küsse dich und ich weiß, dass du nur ein Stein bist. Wenn ich den Gesandten Allahs, Friede und Segen sein auf ihn nicht gesehen hätte, wie er dich küsste, hätte ich dich nie geküsst, siehst du? Uma war gar nicht begeistert von diesen Götzendienereien, die der Mohammed begangen hat. Ja? Siehst du? Das ist das Problem, was wir haben. Jetzt ist er raus. Er hat Angst bekommen. Ja, das ist das, ne? Diese Götzendienerei, ja? Wenn eine Religion auf einmal sagt, haltet euch fern von Götzendiener, also von Götzendienerei, aber diese Religion insgeheim Götzendienst total glorifiziert, das stimmt doch was nicht. Aber danke, Sabine. Wer schnarcht? Ja, ihr wisst doch, wer hier schnarcht. Guck mal, Amir, du hast es doch gerade perfekt gesagt. Wenn Omar hat ja gesagt, wenn ich nicht gesehen hätte, wie der Gesandte Rasulullah den Stein küsst, hätte ich dich auch nicht geküsst. Was ist das Problem jetzt? Wo ist das Problem? Ja, er sagt ja weiter, du bist nur ein wertloser Stein. Ja, und das heißt, aber wo ist jetzt das Problem? Ist das ein Stein, der Sünden aufsaugen kann, oder ist das ein Stein, der wertlos ist? Aber du betreibst den größten Götzendienst der Welt, Amir, Mann, bitte. Da kannst du nur mal antworten, ich bitte dich. Du tragst ein Kreuz. Und jetzt? Wo ist das Problem? Das ich bete das Kreuz nicht an. Du küsst den Kreuz. Das ist auch Götzendienst. Ich den Kreuz? Du betest auch ein Stück Holz an. Das ist auch Götzendienst. Nein, das stimmt nicht. Zeig mir, wo mache ich sowas? Ja, ich kenne viele, die das machen. Ja, aber was meinst du? Meinst du nicht, der Satan lacht euch aus, wenn ihr diese Steine nimmt und versucht, so Satan zu steinigen in Mekka? Kennst du dieses eine Video? Da ist so ein alter Opa mit seinen Krücken und dann schießt er so, als würde er mit Kalasch... Du hängst, Bruder. Was ich angerichtet habe. Ich habe es geschafft, 1,6 Milliarden Menschen dazu zu bringen, irgendwohin zu pilgern, einen riesen Würfel siebenmal zu umrunden, sich tot zu trampeln, sich um einen wertlosen Stein zu küssen, so wie Omar ibn al-Khattab das sagt. Junge. Ich hänge schon wieder. Das ist doch. Das hat nichts mit dem Internet zu tun. Ich bin hier irgendwo in so einem Luftloch oder was. Geht mir das auf die Nerven? Mann. Werbock. Richtige Werbock-Aktion. Deutschlandfunk. Jetzt besser? Er kommt mir das nur so vor, das ist warm. Also ich muss nach. So. Ja, der hat auch noch das Bild von diesem ganzen, von dem Riesenstein da. Aber hat Leitung wie, was weiß ich was. Ja, ist das nicht heftig? Hörst du mich? Gott Segen haben hier. Gott segne dich und deine Familie. Warte ganz kurz. Für kurz mal, ich will noch kurz etwas sagen. Du musst dir mal vorstellen, der Satan, der hat so eine krasse Macht gehabt, dass der 1,6 Milliarden Menschen auf seine Seite gezogen hat, sie dazu bringt, irgendwo nach Orient zu pilgern, um einen riesen Stein zu umrunden siebenmal, dorthin zu laufen, sich tot zu trampeln, einen Stein zu küssen, der laut Umar ibn al-Khattab ein wertloser Stein ist. Schau dir das mal an, was Satan angerichtet hat. Kann ich, Amir? Ja. Guck mal, Amir, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für deine
Eine Aufklärung, die du hier betreibst seit mehreren Jahren, ich verfolge dich schon länger, seit diesen ABK-Videos, um genau zu sein. auf jeden Fall bist du und unter anderem andere Freunde dazu der Grund, warum ich konvertiert bin, Amir. Dafür will ich auf jeden Fall danken. Seitdem geht es mir viel, viel besser psychisch, weil ich durch meinen Einsatz bei der Bundeswehr auch viele private Probleme im Einsatz und nach dem Einsatz hatte. Aber durch den Herrn Jesus Christus hat er alle meine ganzen Lasten vom Rücken genommen, Amir. Dafür will ich dir wirklich danken. Gott segne dich, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Du bist nämlich ein sehr schlauer Mann, der Gehirn hat, Verstand. Ja, so, warum soll ich jemanden anbieten, der diese ganzen Tötungsdelikte und so betreibt? Weißt du, was ich meine? So sieht das aus. Der dich auch noch dazu bringt, irgendwo nach Mekka hinzupilgern, sich Tausende von Euros auszugeben, einen Stein zu umrunden, wo Götzendienst praktiziert wird, und dann auch noch dahin zu laufen, um einen wertlosen Stein zu küssen. Das ist das Krasse. Auf jeden Fall. Amir, dann halt schon länger auf. Ich danke dir vom ganzen Herzen nochmal. Cool. Gott segne dich, mein Bruder. Dich auch, mein Bruder. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ja, wundervoll. So wundervoll ist das hier. Auch an euch, ihr Lieben. Gott segne euch hier wundervoll. Denn durch euch erreichen wir auch sehr, sehr viele Menschen. Ha! Hallo. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke Ihnen auch. Ich wollte nur sagen, dass du tust echt sehr gute Sachen und du bist einfach ein sehr guter Mensch und dass du weiter so machen solltest. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, aber wir sind keine guten Menschen. Es gibt keine guten Menschen hier auf dieser Erde. Aber Dankeschön, ja. Alle Ehre dem Herrn. Bitte schön, Gott segne Sie. Gott segne auch dich, mein Lieber. Hey, Gott segne dich und deine Familie. Jo. Ist der Kohle noch da? Zufällig im Stream? Der Kohle? Ich weiß es nicht. Warum? Schade, ja. Weil der hat ja gesagt, der kritisiert ja die Tötungsverse im Islam und im Koran, obwohl die Tötungsverse genauso in der Bibel auch stehen. Levitikus 24, nein, Vers 16. Nein, das weißt du, was der meinte? Der meinte, dass diese Tötungsbefehle auf die gesamte Menschheit aufgezwungen wurde von Allah und seinem Propheten. Das heißt, der Mohammed wurde ja befohlen von Allah, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er zum Islam konvertiert. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Gott, seinen Zorn auf verschiedene Völker, das heißt, die gegen Gott gesündigt haben und ihre eigenen Kinder geopfert haben, dem Baal und Moloch, anstatt wir unschuldigen Menschen, die wir nichts getan haben, nur weil wir nicht an Allah glauben, uns den Islam aufzuzwingen oder uns Jizya aufzuzwingen und den Vertrag von Umar aufzuzwingen, das meinte er. Erstmal, Jizya, ja, zahlst du auch hier in Deutschland, das weißt du. Ah, habt ihr es gehört, ihr Lieben? Jizya zahlt man auch hier in Deutschland. Ja, das nennen wir noch Steuern, ne? Kannst du mal bitte den Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 9, Vers 29 vorlesen und die Auslegung, was er zu Jizya sagt? Diesen Vertrag haben die Christen gemacht, das weißt du schon, ne? Lies mal bitte vorne, gucken wir mal, wie viel Familien wissen. Aber warte, lass uns mal aussprechen, ich wollte zum Punkt kommen. Jesus hat doch befohlen, euch das Evangelium, dass ihr das verbreiten sollt. Ja, mache ich ja. Ja. Aber gehört zum Evangelium auch nicht die ganze Bibel? Und Jesus sagt, ja, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Ist das Evangelium? Das heißt, die Gesetze von Moses sind immer noch da. Ist das Evangelium die ganze Bibel? Du sollst töten, wenn jemand den Namen Gottes beleidigt. Hör auf, über mein Wort zu fallen. Was ist das Evangelium? Die ganze Bibel oder die frohe Botschaft Jesu Christi? Das heißt, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Sondern um zu erfüllen. Genau das, was die Propheten über mich geschrieben haben, das wird sich erfüllen. Jesaja 53, Jesaja 7,14, Jesaja Psalm 91. Psalm 91 auch. Sehr gut, alles wird sich erfüllen. Der Messias, der gekommen ist, um für die Sünden der Menschheit zu bezahlen.
Aber er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Das heißt, das Gesetz. Gehen wir wieder zurück zu Hure 9, Vers 29. Nein, stopp mal. Du schämst dich. Kennst du Sheikh Mohammed Saleh Al-Munajjid? Nein, kenne ich nicht. Aber warte mal ganz kurz. Also, du kennst ihn nicht. Jesus sagt explizit, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Das heißt, wenn Jesus weiter am Leben wäre, hätte er die Scharia von Moses weitergemacht. Als würde ich zu dir sagen, und in der Scharia von Moses gab es Tötungsbefehle und Hand abhacken. Also rede nicht. Rede nicht. Du kennst selber deine Bibel nicht. Wenn ich zu dir sage, mein Lieber, dein Gott befiehlt, dass alle Menschen unter dem Joch des Gesetzes des Islams reingequetscht werden und von ihnen Schutzgeld verlangt werden. Deswegen habe ich zu dir gesagt zu Anfang, wenn du mir nicht glaubst, dann musst du aber deine Gelehrten glauben, weil sie zitieren deinen Propheten und die Sahaba. Also wenn ich falsch liege, blamierst du da deinen Propheten. Keine Ahnung, was du meinst, aber trotzdem, egal was du sagst, Jesus sagt explizit, dass ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Jetzt kommt er wieder mit dem Gesetz auf, mein aber Lieber. Das ist so, ey, warum redest du respektlos über deine Bibel? Ist doch voll respektlos. Mein Lieber, komm. Du bist doch ganz respektlos, wenn du über deine eigene Bibel redest. Du weißt ja noch nicht mal, was ein Tafsir ist, gar nicht. Du natürlich, Tafsir sind... Mohammed Saleh Al-Munajjid, dem Millionen von Muslimen folgen. Ich kenne ihn, habe ich noch nie gehört. Ich kenne Ibn Kathir, Imam al-Qurtubi. Ja, hast du Internet da? Ja, aber ich will jetzt nicht über meinen Koran lesen. Ich habe kein Wissen. Ich habe viel Wissen über deine Bibel. Ich will dir nur sagen, wer dieser Sheikh ist. Google mal bitte seinen Namen. Schau mal bitte, wer das ist. Ich weiß nicht. Ja, mach mal bitte und dann guck mal, wer du bist im Gegensatz zu ihm. Ich bin ein Niemand. Ja. Genau. Du. Ich bin auch ein Niemand im Gegensatz zu ihm. Du musst Jesus folgen. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Da haben wir doch das gerade, heißt, gerade guck mal, ne? Das heißt, ne, sagen wir mal, ein gläubiger Christ, ne, ist ein Herrscher. Der muss nach den mosaischen Gesetzen herrschen. Und wer sagt denn sowas? Jesus sagt das. Jesus sagt das. Das mosaische Gesetz. Nein, Paulus ist ein Lügner. Paulus hat angeblich das Gesetz aufgehoben. Paulus ist ein Lügner? Aber warum sagt denn Allah, dass er der Gesandte des Messias ist? Oh mein Gott. Okay, du meinst 36,14. Ja, genau. In diesem Tafsir, du willst jetzt Tafsir von Ibn Kathir nennen, ne? Ja. Und in diesem Tafsir zitiert Ibn Kathir einen anderen Gelehrten. Und Ibn Abbas, ja, widerlegt diese Argumentation von dem anderen Gelehrten. Und also er sagt, ne, und dieser Gelehrte, warte, stopp mal, dieser Gelehrte sagt, Paulus ist der Gesandte. Also nicht Gesandte, der Botschafter, ne? Aber da steht nicht Paulus von Tarsus, da kann auch ein anderer Paulus gemeint sein. Da auch die anderen Namen, Petrus und Johanna. Ja, genau. Wie viele Judas gibt es denn? Wie viele Judas kennst du? Mein Lieber, da werden drei Namen erwähnt. Einmal Bolus, Petrus und Johannes. Ja. Siehst du, das ist die. Aber welcher Paulus ist das gemeint? Welcher Paulus ist das? Wo steht da Paulus von Tarsus? Das weißt du doch gar nicht. Denkst du, Paulus ist der einzige Paulus da damals gewesen? Also, wie gesagt, wenn es ein christlicher Herrscher gibt, der muss nach den mosaischen Gesetzen herrschen, in Moses sagt, derjenige, also ich weiß mal ganz genau, als der Herr Jesus Christus seine Mission erfüllt hat und den Leuten gesagt hat, geht hin und tauft die Menschen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nach deiner Auffassung nach müsste da dann Petrus und Johannes und alle anderen ja die Scharia gemacht haben, nach Moses sein Gesetz. Richtig? Nochmal? Also du sagst ja, dass dieses, so wie du das auslegst, müsste das ja auch heißen, dass die Jünger das auch so verstanden haben wie du. Dass sie dorthin gehen, wenn die zum Beispiel jemanden sehen, der zum Beispiel Diebstahl, sagen wir jetzt mal, oder Unzucht begeht, dass man diese Leute dann steinigt und alles. Richtig? Ja, wenn die einen Herrscher haben. Wenn die einen Herrscher haben? Ja. Warum sagt der Apostel Paulus, dass das Gesetz durch Christus Gnade sozusagen aufgehoben wurde? Ja, der widerspricht Jesus. Ganz nein, klar. Die Apostel sagen genau dasselbe. Also widersprechen die sich alle? Nein. Ja, wie nein? Wenn einer das sagen würde, würde ich das eventuell akzeptieren. Aber dann müssen alle dasselbe sagen. In Apostelgeschichten. Dass die Gnade des Herrn Jesus Christus weitaus mehr ist als alles, was wir überhaupt kennen. Guck mal, jetzt, ich gebe dir kurz ein bisschen Dings, ne? In Apostelgeschichte 15, ne? Die Apostel haben sich getroffen für die Heidenmission. Und da haben die
Gesetze für die Heiden bestimmt. Die sollen kein Götzenopferfleisch essen, kein Unzucht und kein Blut essen, okay? Und die schicken halt Paulus und Barnabas zu den Heiden. Paulus und Barnabas streiten sich auf dem Weg. Ja, das steht alles in deiner Bibel, alles. Und die trennen sich. Paulus ist alleine, ohne einen Apostel. Er geht dann in Galater 2, Vers 6, sagt er, die Angesehenen, ja, damit ist die Aposteln gemeint, die angeblichen Angesehenen, ja, er lästert über sie, sagt, die haben mir nichts auferlegt. Paulus lügt. Eindeutig. Kannst du alles lesen. Apostelgeschichte 15, Galater 2, Vers 6, kannst du alles lesen. Ich lüge hier nicht. Wir Muslime lügen nicht. Ah, ihr Muslime lügt nicht, ne? Wallahi, ich lüge nicht. Lügt nicht, ja, ja. Aber ist dir das Lügen erlaubt? Paulus hat das Lügen euch erlaubt. Er sagte, ich bin den Juden ein Jude geworden, ein Armer geworden. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du lügen sollst. Nur um sie gewinnen. Das nur heißt ja nicht, dass du sie, das dass du sie anlügen. Heuchelei pur. Heuchelei ist das. Heuchelei. Als zum Beispiel Abu Adarda in die Gesichter mancher Nicht-Muslime gelächelt hat, innerlich aber sie verflucht hat, was war das? Ist das das Allerletzte? Oh, das weiß ich nicht. Was damit gemeint ist, aber er hat nicht so getan. Okay, aber was Abu Adarda gemacht hat, das nennst du nicht Heuchelei und richtiger Satanismus? Das ist Nettigkeit, keine Ahnung, wie man das nennt, aber Paulus... Ja, Nettigkeit ist nennst du sowas, Menschen so dreckig ins Gesicht zu lachen, aber innerlich zu verfluchen, das nennst du Nettigkeit. Aber zu lügen und zu sagen, ich bin ein Jude, um die vom Christentum zu überzeugen. In drei Fällen ist das Lügen doch erlaubt. Hat der Mohammed das nicht gesagt? Aber darf man lügen, um die Wahrheit zu sagen? Also um die Wahrheit zu verkünden? Du sollst überhaupt nicht lügen. Ein Ja soll ein Ja sein, ein Nein soll ein Nein sein. Du sollst warum nicht lügen. Richtig Paulus da? Paulus sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden. Gelogen, mein Lieber. Das ist das Problem zwischen Apostel Paulus und deinem Mohammed, der einfach Gottes Gesetze einfach so aufhebt, wie er will. Verstehst du? Welche Gottes Gesetze? Allah sagt doch, du sollst nicht lügen. Aber Mohammed sagt, kein Problem, wir machen Ausnahme. In Kriegssituationen kannst du lügen, du kannst deine Frau anlügen. Im Islam gibt es ein allgemeines Gesetz und ein spezifisches Gesetz. Verstehst du? Nicht Gesetz, sondern Regeln meine ich. Ja, darf man jetzt lügen oder nicht? Man darf allgemein nicht lügen. Wenn ich zum Beispiel jemanden anlüge, um ihn hinterrücks zu Nackentherapien, ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Was meinst du mit Nackentherapien? Ja, wenn zum Beispiel, du weißt schon, was ich meine mit Nackentherapie. Nein, ich weiß nicht, was du meinst, wirklich. Doch, du weißt, wenn ich sowas mache, weißt du, was Nackentherapie ist. Nein, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Spiel nicht den Dummen, bitte, ich bitte dich. Wallahi, bei Allah, ich weiß nicht, was du meinst. Was heißt Nackentherapie? Das hier, siehst du, was ich mache mit meinem Dings, mit meiner Hand. Ach, Kopf abfacken, meinst du? Ja, du sollst das aber nicht hier erwähnen. Wenn ich zum Beispiel jemanden anlüge, um sein Vertrauen zu gewinnen, um ihn dann umzulegen, du weißt schon was. Ist das eine gute Tat? Sollte man das preisen oder ist das eine teuflische Tat? Allahu alam. Ich weiß nicht. Dein Antwort, sag nicht Allahu alam. Bei so einem Sache sagst du Allahu alam? Nein, guck mal, das Ding ist, wenn ich jetzt sage, dass es was falsch ist, dann wirst du mir irgendein Hadith bringen, was so aus dem Kontext gerissen ist. Habt ihr gesehen, ihr Lieben? Da sagt er auf einmal, nur Gott weiß es. Heftig, ne? Sagt auf einmal, nur Gott weiß es. Habt ihr das gesehen? Ja, weil ich nicht weiß. So eine bösartige Tat. Da sagt er auf einmal nicht, nee, Ami, du hast recht. Also wenn jemand jemanden anlügt, um ihn hinterrücks zu, du weißt schon, Nacken zu therapieren, das ist eine bösartige Tat. Und da sagst du auf einmal, Allahu alam, nur Gott weiß das. Ja, weil ich nicht, bei uns darf man nicht einfach so ohne Wissen reden. Nein, du sollst einfach aus deinem Hals. Und ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Was ist das für eine Aktion, mein Lieber? Was ist das für eine Aktion? Ich komme zu dir, lüge dich an, um dein Vertrauen zu gewinnen und hinterrucks ramme ich dir das Ding in den Rücken. Ja, wie Paulus. Antworte mir bitte. Nein, wie Paulus halt. Antworte mir bitte oder du gehst raus. Ich gehe raus. Aber Paulus ist ein Lügner. Hab ich euch live hier bewiesen. Prophet das getan hat, richtig? Ich habe euch das live hier bewiesen, Alter. Weil dein Prophet das getan hat, richtig? Hast du gesehen, wie du deinen Propheten versuchst zu retten, aber da gibt's nichts zu retten? Hä? Du hast nichts über meinen Propheten bewiesen gerade. Ich habe gerade Paulus als Lügner dargestellt, live, vor 600 Menschen. Dass dein Prophet angeordnet hat, sogar zu lügen, um das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen, um sie zu Nacken zu therapieren?
Und darauf will ich nicht eingehen, ja. Das ist bestimmt irgendein Kontext, aus dem Kontext gezogene Lüge bestimmt. Habt ihr gesehen, ihr Lieben, darauf will er auf einmal nicht eingehen. Und dann sagt er Allahu Alam. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine gute Tat, vielleicht aber auch eine schlechte Tat. Gute Tat, alles. Das ist so krank. TikTok kannst du in die Tonne klappen, ja. Ein einziges Desaster. Ja, ich war am Reden, keine Ahnung, auf einmal direkt wieder weg. Ne? Jerusalem, ein irdisches, also das ist auf der Erde, obwohl Jesus ganz klar sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, wer ist denn für dich die Synagoge des Satans? Und dann hat er gesagt, die Freimaurer, hat er gesagt. Und ich so, dann hat er so über Israel geredet, ich so, die Israeliten haben doch alle Jahre wieder einen neuen Messias. Also kennst du das? Ja, ist heftig, ne? Jedes Mal kommt ein neuer Messias, der ist tot und ist nicht auferstanden und die Leute sind so am Ende. Ja, auf jeden Fall habe ich es auch in Schutz genommen. Und auch wenn, ich bin auch nicht, ich gehe auch nicht mit allen Sachen mit, was Geschwister, also im Glauben, glauben. Ja, es gibt da viele Richtungen, aber was du jetzt auch für so viele Menschen getan hast, das kann man dir auf jeden Fall nicht absprechen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt zu manchen Punkten stehst, wo sich jetzt Christen dann streiten, aber das ist auch egal, weil du in der Gottheit des Herrn Jesus Christus, da darf es keinen Streit geben. In der Gottheit des Herrn Jesus Christus liegt ja auch der Schlüssel der Vergebung. Also wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, Jesus ist nicht Gott, dann sagst du, okay, dann bist du auch kein Christ. Das war's. Ja, ich rede jetzt von so eher unrelevanten Sachen. Also ja gut, aber du weißt, es gibt einige Punkte, die ein Christ bringen muss, ne? Um überhaupt sich Christ nennen zu dürfen, das ist das. Ja, was sind das für Punkte? Ja, das ist zum Beispiel die Gottheit des Herrn Jesus Christus, dass Gott Mensch wurde in Christus und dass er schon von Ewigkeit existiert hat, als der Sohn Gottes. Gott, der Sohn, wurde Mensch und starb für die Sünden der Menschen. Amen. Das ja, muss man bitte, ja, an seine Kreuzigung, Auferstehung, dass du aus Gnade errettet bist, nicht aus Werken heraus, dass der Herr dich retten möchte aus Gnade heraus. Du kannst nichts aus dir selber tun, niemals. Ja, ja, klar. Gott niemals auch nur ein Funken sozusagen, wie nennt man das, irgendwas entgegenbringen, was dich retten könnte. Nein, er ist der Retter und zwar im Alten Testament. Und so sagt es auch der Schreiber aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 11. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dann sagt der Gott im Alten Testament, weil wer der Jesus Christus der selber ist, sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, und außer mir gibt es keinen Retter. Du siehst also, der Herr ist auch gleichzeitig der Retter. Amen. Ja, das ist auch das Wichtigste. So, es gibt kein Punktesystem, wo man einmal Friede sei mit ihm sagt und Punkte kriegt, das bringt einen in den Endeffekt nichts. Und genau das ist ja das, was der Teufel einfach nur erreichen muss. Der muss einfach nur die Kreuzigung und Wiederauferstehung von Jesus irgendwie da rausnehmen aus der Geschichte. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Der Teufel muss nicht die Muslime dazu bringen, dass sie da ein komplettes verdrehtes Moralsystem haben. Vieles ist ja auch so richtig, wie es im Koran steht, aber genau die, das Wichtigste haben die einfach rausgenommen und das hat genauso wie das Satan machen. Ja, so sieht's aus. Halbwahrheit. Halbwahrheit, ja. Ja, der Satan versucht mit allen Mitteln, ne, dich fernzuhalten von Jesus Christus. Von dieser absoluten Wahrheit in Jesus Christus. Ne? Genau.
lacht der Typ denn die ganze Zeit so bekloppt? Ich glaube, der braucht ein Stummschaltpaket. Ey. Jetzt kann der weiter draußen lachen. Ey. Hallo? Hm. Ja. Ey, ja, irgendwann ist es. Hat mich sehr, sehr oft genug sagen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, ja, Ami. Gottes Segen, Gott segne dich ja. Und deine Familie. Ja, wünsche ich dir auch. So. Okay, mach's gut. Ciao. Mach's gut. ከዚህ መሬት አትቀመጥ እባክህ፣ መጋረጃ ወደቀ ይመታ ነው። ሊበ መጋረጃ ወደቀ እንዳይመታ። አሎ ዱ ፋለስቲን ስቴል ሜ ካይነ ፍራግ አንፍራግ ቢት Amir, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie, Urban. Vielen Dank, Amir. Gott segne dich und deine Familie. Jetzt hängt das ein bisschen. Kann ich dir was zeigen? Guck mal, ich muss dir das zeigen, Amir. Du musst das mal lesen. Was ist das? Guck mal. Wir haben das Buch von Albana Al-Maina Al-Qiraat von Maki Al-Raisi. Schau mal, was hier drin steht. Hier auf Arabisch, falls jemand, der Arabisch kann, kann sich das gerne screenshotten. Guck mal, übersetzt. Auf Seite 36 und 37. Gelehrte im 10. Jahrhundert, namens zum Beispiel Al-Maki Al-Raisi, haben in diesem Buch schon notiert, dass wir über 70 verschiedene Versionen des Korans haben. Noted by early Muslim. And he continued saying that the 7 plus readings of the Quran are high rank and status position eminence of greater wisdom than the 7 traditional canonical readings. Also sie hatten im 10. Jahrhundert 70 verschiedene Korane, die eine höhere Autorität und einen höheren Rang hatten als die 7 traditionellen Lesearten. Wahnsinn. Ja, dieser ganze ja. Unsinn kommt gerade übelst raus. Na, das ist das. Wie geht das? Was hat eigentlich Uthman verbrannt, wenn man schon im 10. Jahrhundert 70 verschiedene Koran hatte? Das ist so krass. Ein Buch aus dem 10. Jahrhundert. Und ich habe den gegoogelt, ne? Das ist kein Unbekannter. Also ich habe das alles gegoogelt. Auch das Buch gefunden als PDF bei script.de kann man sich runterladen. Alles gefunden, ja. Natürlich, schreibt mir privat, ich schicke euch das. So. Willst du es nochmal sehen, Amir, weil du warst beschäftigt? Ansonsten, ich wollte das nur zeigen, damit du mal siehst. Der hat das rausgehauen, ne? Hörst du mich? Amir, jetzt höre ich dich, ja. Der Rob Christian hat das ja rausgehauen, ne? Richtig, richtig, richtig. Ich habe das ja von seiner Gruppe, aber ich wollte das halt öffentlich machen im deutschen Raum. Ja, dass die Leute auch Argumente haben, ne? Ja, sehr gut. Okay, ich gehe wieder runter. Amir, vielen, vielen Dank, dass du mich hochgenommen hast. Hab noch eine gute Fahrt. Gott segne dich. Danke dich auch, ciao. Thank you.
komme gleich wieder. So, meine kleinen Hetzis. Dr. Schirrabaum ist hinter. Haben die 200.000 geknackt, Wahnsinn. Vielen Dank, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Aber ihr macht das ja nicht für mich, ihr macht das, damit wir irgendwelche Menschen erreichen, ne? Wer weiß. Wer weiß, wer sich alles hier rumtummelt, das ist das. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer sich hier alles rumtummelt. Aber merkt ihr immer, wenn ich mit meinen Landsleuten rede, entweder die sind komplett so, ja, wie sagt man, komplett auf das eine bedacht oder halt komplett so, machen sich Gedanken um das Ganze. Ne? Entweder die sind so total religiös und islamisch drauf, aber auch gibt es darunter auch diese Euro-Shisha-Iraner oder was, die dann den Islam aus, weiß ich nicht, was auch immer, was für Gründen, die den verteidigen. Ne? Aber dann gibt es auch das andere, die Iraner, sehr, sehr viele, unzählige, die genau wissen, was zu machen ist, ne? Was zu tun ist. Gepriesen sei der Herr. Ewigkeit, Amen. Oft sehr liebe Leute, ja. So, Zuckermelone ist da. Zuckermelone. Hallo, Amir. Hallo, Zuckermelone. Gott segne dich und deine Familie. Was? Meine Mama wollte dich grüßen. Oh, Nornen wollte mich grüßen. Schöne Grüße an Nornen. Sie sagt, ich soll übersetzen, was sie sagt. Ja, okay. Amir, Amir. Wie geht es dir, Amir? Geht es dir gut? Ja, Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Dank dem Herrn Jesus Christus geht's mir immer wundervoll. Amen. Jesus Christus soll dich beschützen und segnen, meinst du? Amen. Auch dich, liebe Nonnen. Auch dich, liebe Nonnen. Das bedeutet Dankeschön. Ja, Felimenderit. Felimenderit schon. Felimenderit. Felimenderit, Amen. Ja, Amen. Gott möge euch immer beschützen und behüten, ne? Auf dass ihr auch ins Himmelreich eingeht, ne? Beim Herrn. Dankeschön, Amir. Das war's. Geht es dir gut sonst? Ja, mir geht's gut. Aber natürlich bin ich auch hier und da zu kämpfen mit ja, den ganzen Attacken, die ich hier tagtäglich bekomme. Ne? Aber die wollen mich dazu bringen, aufzugehen, aber ich werde niemals aufgeben. Egal, was für Drohungen kommen, egal, was kommt. Nee! Niemand kann sich attackieren an mir. Du bist Gottes Kind. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sag mir. Ganz genau. Amen. Ja, okay, Amir, dann okay, lass uns weitermachen. Gottes Segen, ja? Dankeschön, dir auch. Schönen Abend noch. Ja. Ja, auch. Ciao. Free Aisha. Ja. Ja, viele meiner Landsleute sind auch total abgeneigt gegenüber Religion. Die denken jetzt so, alle Religionen sind jetzt schlecht. Verstehst du? Ja, die haben recht, alle Religionen sind schlecht. Weil Religion uns ja nicht weiterbringt. Aber wer kann uns weiterbringen? Wer kann uns diese Liebe und Ruhe und Geborgenheit geben? Jesus Christus. Das ist das, was meine Landsleute auch nicht verstehen. Weil sie denken, auch jetzt mit dem christlichen Glauben haben wir wieder sowas. Ne? Nein, mit dem christlichen Glauben sind wir endlich zur Ruhe gekommen. Eigentlich müssten alle Iraner Christen sein. Die dürften eigentlich keine schiitischen Muslime sein. Sie müssten alle Christen sein. Das ist das. Alle Iraner müssten eigentlich Christen sein. Müssten eigentlich dem wahrhaftigen Volk, dem wahrhaftigen Gott und das ewige Leben folgen, dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Kerl hat auch komische Verbindungen. Vielen Dank für die ganzen Geschenke. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich, Bilal. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder. Hör mal, ich habe nur eine Frage, ja? Dann gehe ich auch direkt wieder raus. Hörst du mich? Amir? Ich muss kurz raus. Ich komme gleich noch mal rein, ja? Du bist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich fürchten, seht ihr? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Ist das nicht heftig? Ich sage sogar noch, wenn Gott für mich ist, ne? Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gern. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben zu schauen, wie schön Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wie schön das Wort ist, ja? Er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich bei den Fenstern. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen, Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Verlassen mich, siehst du? Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn meiner Feinde. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf. Tut mir Unrecht ohne Scheu. So sieht's aus. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Land. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Amen. Das scheinbare Glück der Gottlosen, Psalm 37. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Amen. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Befehl dem Herrn deine Wege. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Ja, wie sagt der Herr? Wer mir folgt, der wird nimmermehr in Finsternis wandeln. Alles auf den Herrn bezogen. Ne? Halleluja. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mut. Hey, Bilal. Hi, Amir, Gottes Segen nochmal. Eben war ein bisschen schlecht Empfang. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder, dich auch. Beschütze dich und leite dich, der Herr Jesus Christus, wie immer. Du hast eben ein bisschen angesprochen, kleines Zeugnis würde ich gerne geben. Aber ich habe davor auch noch eine Frage, die würde ich vielleicht dir stellen. Wegen, ja, weiß ja, die Gummibärbande und so, die versucht ja auch so viel Unruhe zu stiften.
Und die haben gestern auch eine, ich glaube, das war eine gläubische Schwester, die war da halt drin und dann rundherum die Gummibärbande. Und da haben die da laufend die Frage gestellt, ob die Maria den Herrn auch angebetet hat. Ja, in seiner göttlichen Form, natürlich hat sie den Herrn angebetet. Ja, ich habe die ganze Zeit darunter geschrieben, 1. Lukas, Lukas 1, 46. Aber ich weiß nicht, dann haben die mich direkt blockiert, Kommentare weggemacht und alles. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Aber, also, die wissen ganz genau, dass sie das gemacht hat. Und dann versuchen die aber trotzdem zu sagen, ja, wie kann der denn sagen, dann auch zu ihr, wenn das doch die Mutter war, ja, Weib, wer bist du? Ja, oder dann am Kreuz, ja, sieh dein Sohn, was mit ihm jetzt passiert ist, ja. Also, die versuchen auf... Der Gott, der Allmächtige. Maria ist ja nur ein Kind, der benutzt hat, um auf diese Welt zu kommen. Wenn er also sagt, Weib, was habe ich mit dir zu tun, verstehst du, dann weiß sie ganz genau, mit wem sie gerade redet. Und sie hat genau verstanden. Hat Maria richtig gesagt, sie redet mit mir. Sie hat gesagt, hört auf ihn. Hört, was Jesus sagt. Ja. Weil die wusste ganz genau, das Kind, das sie gebärt, ist der Retter, der Messias. Amen, Amen, genau, bei der Hochzeit war das, bei dem ersten Wunder. Aber wenn sie ein Problem damit haben, Bilal, wenn diese Muslims, diese kleinen Satansbraten ein Problem damit haben, dass Jesus seine Mutter Weib nannte, wie gehen sie dann um mit Mohammed, der zu einem anderen Muslim sagt, hast du die gepunktpunktet? Schau dir das mal an. Oder geh und weiß den Tieniers deines Vaters. Was ist das denn, Mann? Ja, aber damit haben sie kein Problem. Aber mit Jesus, als gesagte Weib, damit haben sie ein Problem. Hast du eine Doppelmoral von diesen Leuten gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Also sowas, naja gut. Frag die mal, ihr Lieben, wenn die Muslime euch mit nur einem Unsinn konfrontieren, weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, weil die Mutter Maria gesagt hat, beziehungsweise weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Die denken, das wäre jetzt so eine Beleidigung. Nein, der Herr Jesus Christus ist als wichtiger Gott, der ins Leid gekommen ist und mit dieser Frau ganz normal redet. Weib, was ist denn damals Wort benutzt worden? Weib, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Da hat sie dich richtig beleidigt. Genau, die hat sie... H-U-R-E, nein. Aber so wollen sie das darstellen. Die wollen den Herrn Jesus Christus total niedermachen, ne? Ihm Worte unterstellen, ihn einfach so. Ja. Aber dass Mohammed gesagt hat, wenn du stolz bist auf das, was vor dir getan war, geh und beleidige ihn und sag ihm, er soll in den PNJ seines Vaters beißen. Was ist das denn? Ja, das wollen die nicht wahrhaben. Naja, okay. Naja, das ist, wie gesagt, bei dem, also ich weiß, dass der Herr dich auf diese Weise benutzt und weil der dir auch sehr viel Wissen gegeben hat darüber, das kannst du dann eher besser diskutieren mit denen. Naja gut, dann komme ich mal kurz zu meinem Zeugnis. Ja. Also ich komme... Die Gummibärenbande, genau, die kommen alle mit 7 Mann, sind die da oben in dem Stream oder 5, 6 Mann. Und freuen sich, wenn irgendjemand mal reinkommt und den dann total bearbeitet. Guck dir das mal, alleine können die gar nicht. Keiner von denen hat Zeit für irgendwas. Weißt du aber auch, warum? Weil die Angst haben, in diesen Situationen nicht irgendeine Frage zu beantworten und dann total dumm dastehen. Ich habe keine Angst darauf. Ich kann daraus ja nur lernen. Verstehst du, was ich meine? Wenn mir jemand eine Frage stellt oder was und ich darauf jetzt keine Antwort habe, dann gehe ich dieser Frage nach und ich werde das herausfinden. Weil der Heilige Geist mich führt, lenkt und leitet. Ja, das ist das. Ja, genau. Naja, gut. Okay, zu meinem Zeugnis. Also, ich bin sehr dankbar für den Herrn. Ich bin aus einer, ich komme zwar aus Türkei, aber ich bin kurdischer Abstammung. Ich, also meine Eltern sind Kurden aus Sivas, kann ich ruhig sagen. Und ja, ich hatte eigentlich ein sehr schönes, geborenes muslimisches Leben als kleines Kind. Aber als ich dann, natürlich, ich bin hier geboren. Aber meine Eltern haben mir dieses muslimische, nicht dieses strenge muslimische vorgelebt, sondern meine Mutter war zu, also sie hatte auch Kopftuch, also nicht komplett zu vermummt, sondern nur Kopftuch. Aber ich habe gemerkt, dass also dieses täglich 5-mal beten und so, das war nicht der Fall. Aber sie haben trotzdem versucht, auf muslimische Art also so zu leben, ja. Und ich war da eher auch so wie du dann. Ich habe dann auch versucht, erstmal in der Jugend, erstmal hier so, was weiß ich, dieser Shisha-Moslem. Und dann immer, ja, kein Schweinefleisch und was weiß ich, das und das. Aber dann habe ich mich wirklich auch interessiert nach dem Glauben. Weil ich habe gesagt, ja, wenn das mein Glauben sein sollte, dann muss ich den ja auch
Genau, den Islam, ja. Und da habe ich gesagt, ja, da muss ich den ja auch mal lesen, ne? So, und dann habe ich den auch angefangen zu lesen. Und genau in dieser Zeit, als ich angefangen habe zu lesen, kam ich auch, das war dann so mit 17, 18, wo ich das so angefangen habe, richtig so, also zu nicht studieren, nicht, aber so, damit ich das begreife. Da kam ich aber auch in so eine Gruppierung rein, die halt ein bisschen bekannt ist. Ich meine, vielleicht weißt du das ja. So ein Rockerclub war das. Und ja, ja, und desto mehr ich in dem Koran gelesen habe, auf einmal desto mächtiger habe ich mich gefühlt. Hab gesagt, boah, das gibt's doch gar nicht. Da steht das und das. Oh, klasse. Genau richtig für mich. Macht sie nieder in der Form. Ehrlich. Hab gesagt, das gibt's doch gar nicht. Richtig klasse. Das ist ja genau für mich geschrieben. Ja, und da war ich 10 Jahre. Muss ich jetzt leider sagen, dass das viel zu lange war. Aber es kam dann. Während den Sachen gab es natürlich Höhen und Tiefen und Höhen und das und Schmerz. Aber dann gab es eine Phase, dann gab es für mich zwei Sachen. Entweder musste ich was machen, wo ich für sehr, sehr lange weg hätte gehen müssen. Oder ich hätte einen Rückzieher machen müssen und hätte mich selber dekoriert, also in der Form. Ja. Und in dem Moment, Amir, da kommt einfach ein Mann an mir vorbei. Der sah mich, ich war da mitten in der Stadt. Und er schaute mich an und sagte nur, weißt du was, Jesus liebt dich. Und dann habe ich gesagt, was ist da mit dem los? Und er ist aber auch weggegangen, weißt du so. Ich habe gedacht, was ist denn das? Jesus, ja, das ist Isa. Gut, den kenne ich ja. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, warte mal. Der ist ja auch im Koran drin. Und dann bin ich nach Hause gegangen, wollte mich so vorbereiten und so. Und Amir, ich weiß nicht, wieso der Herr das so wunderbar gemacht hat, weil der Herr macht immer alles wunderbar, ja. Aber gerade mich, weil ich habe das dort nicht verstanden, einen so wie ich, der so eklig war, der so viel Mist gebaut hat, der so viel Leuten verletzt hat, der so viel Schlechtes gemacht hat, dass der Herr in dem ja, genau, Moment... Für solche Leute wie dich ist ja der Herr Jesus Christus gekommen. Ich bin gekommen, das weiß ich ja jetzt. Um die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die, die ich für gerecht genug halten. Amen, Amen, das weiß ich ja jetzt, aber in dem da, an dem Moment, hatte ich das nicht begriffen, weißt du? Weil, Amir, ich wollte wirklich die Tat, ich wollte also das umsetzen, was ich vorhatte, ja? Amir, ich bin nicht rausgekommen. Ja, ich weiß, dass der Herr mich dort festgehalten hat. Ich bin nicht rausgekommen und vor allen Dingen, ich habe im Herzen gespürt, dass einer gesagt hat, ich bin der Einzige, der dich vor diesen Sachen bewahrt und ich werde dich für andere Sachen gebrauchen. Amen. Ja? Und da habe ich gedacht erstmal, ich bin verrückt geworden. Habe ich gedacht, was ist denn los? Habe ich gesagt mit mir, bin ich jetzt durchgeknallt und so. Und dann habe ich aber die ganze Zeit den Drang gehabt, in der Bibel zu lesen. Und ich hatte das Neue Testament, also nicht die Alt und Neu, sondern nur das Neue Testament hatte ich, weil im Koran steht ja auch, dass man das ja auch lesen soll, aber nicht das Neue, sondern das Alte Testament. Und da ich das Neue hatte, konnte ich da drin nicht lesen, aber ich habe gesagt, ist egal, ich lese da mal drin. Amir, als ich da drin angefangen habe zu lesen, und ich habe wirklich angefangen, nicht jetzt einfach so zu lesen, sondern ich habe auch Interesse dran gehabt, weil ich habe ja was gehört und ich habe ja erst gedacht, das wäre Mohammed oder Allah, weißt du. Und als ich da drin gelesen habe, dann ist die Stimme, die ich gehört habe in meinem Herzen, als die wirklich mit mir reden wird, jedes Wort für Wort. Und desto mehr ich geredet habe, desto mehr habe ich geweint, Amir. Desto mehr habe ich irgendwie so ein Schamgefühl gekriegt, was ich alles gemacht habe, was für schlechte Sachen und was ich überhaupt jetzt vorhatte und so. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, wie ich auf dem Boden war, ja. Aber dieser Tag, ja, der hat mich dazu gebracht, das war 2003, und dieser Tag hat mich dazu gebracht, dass ich dann ab 2003 den Herrn angenommen habe, aber ich habe mich erst 2011 taufen lassen, weil ich war immer so hin und her, weißt du, auch im Wort nicht so fest, aber als ich verstanden habe, wirklich für was der Herr am Kreuz gestorben ist, da habe ich mich taufen lassen und alle Probleme, die ich mir wirklich aufgebaut hatte in meinem Fleisch, hat der Herr alles auf Seite gemacht und mit Wunder auf Wunder, also Sachen, die man nicht wirklich, wenn ich die erzählen würde, würden die Leute sagen, du bist verrückt, ja, also er hat so Türen geöffnet und so Türen geschlossen, ja, die kein Mensch schließen konnte. Es sind Sachen passiert, ja, die phänomenal, also das kann man nicht erklären, ja, und so einen wunderbaren Gott haben wir, ja, der uns aus egal welcher Situation wir sind, egal
wie schlecht wir waren, wie gut wir sind. Es ist, weil der Herr sagt ja, ich bin gekommen für die, für wem? Für die Sünder, für die Kranken, für die Schwachen. Und ich war in diesem Moment so schwach und ich habe nirgendwo Hilfe gekriegt, als, außer vom Herrn Jesus Christus. Und ich danke ihm dafür, dass er mich aus diesem Sumpf rausgeholt hat und jeden Tag mit ihm, weißt du, was für eine Freude das ist, wenn man auch weiß, dass man irgendwann immer mit ihm zusammen sein wird, in der Herrlichkeit, mit einem neuen Kleid. Und ich verstehe das manchmal wirklich nicht, dass die meisten Menschen so blind noch sind, ja, obwohl sie das Wort so frei haben vor sich. Es gibt viele Länder, die machen das heimlich, in Höhlen und was weiß ich, in Kellerräumen und in Häusern versteckt. Und dass man so eine Gnade hat, hier vor allen Dingen, und das Internet ist ja auch noch so schön verbreitet, dass man da wenigstens ein kleines bisschen mal reinschauen kann und vor allen Dingen mal wirklich zu prüfen, Mensch, wenn die doch recht haben, dann lese ich es doch mal und schau doch mal, auch diese Herrlichkeit zu schmecken, ja. Weil mir kann hier keiner erzählen, ich habe keine Probleme oder so, ja. Im Gegenteil, die meisten Leute verschwinden von ihren Problemen oder versuchen abzuhauen von ihren Problemen, ja. Ja, wunderbar. Ja, ja. Was segnet ja, dich auch, mein Bruder, dich auch, mein Bruder. Vor allen Dingen, du bist gesegnet, Amir. Ich sag dir ganz ehrlich, da diese... Wir alle. Ja, wir alle. Vor allen Dingen da, wenn du da Drohungen kriegst und das, natürlich ist das, ich meine, wir sind in Fleisch, ja, vielleicht denken wir darüber nach oder sind ein bisschen vorsichtiger oder so, aber wir haben den König der Könige hinter, also über uns, ja, und in uns. Deswegen, egal was die sagen und so. Ich meine, ich war selber früher so. Ich kenne das so, das ist von damals und ich bin auch froh, dass ich das abgegeben habe. Wenn ich was vorhatte, da habe ich nicht geredet, sondern ich habe es gemacht. Ja, und deswegen, ja, wenn manche meinen, die müssten so und so, sollen sie sich mal fragen, warum du das machst, warum du dir dieses Kreuz auf die Schulter genommen hast, ja. Es geht ja um was. Darüber sollen sie sich mal Gedanken machen, anstatt so blöde Sachen da zu reden und was weiß ich was. Vor allen Dingen die meisten, hatte ich ja schon mal im Stream gesagt, die wissen gar nicht, was in ihrem eigenen Buch drinsteht, ja, nur ein bisschen mitbekommen und so, und die wollen so leben, wie es ihnen gefällt. Ja, weil ich bin doch der festen Überzeugung, jeder, der wirklich an den Koran richtig glaubt und das alles, was da drinsteht, was sucht der hier? Der würde gar nicht hier bleiben. Ja, weil hier kann man nämlich den Koran nicht ausleben. Ja, so sehe ich das. Die Gelehrten sagen, sobald du den Islam in einem ungläubigen Land nicht ausleben kannst, musst du das Land verlassen. Ja, siehst du. Ja. Ja, genau, das ist das nämlich, ja. Und deswegen an alle Leute, die hier drin sind, dann sollen sie sich mal da auch hinterfragen, ja, die Leute zum Beispiel, die wirklich nach dem Koran leben, warum leben die denn in den Ländern, wo die Schariat und so ist, ja, da sollen sie sich mal da auch Gedanken drüber machen, ja. Ja. Wenn der Islam so toll ist, warum fliehen die meisten Muslime dann aus den islamischen Ländern? Ja, weil sie Angst haben und sich da nicht anpassen können und wollen. Nein, weil es um ihre Freiheit geht, das ist das. Sie wollen frei, genau, sein, aber die Religion, genau, gewährt dir keine Freiheit. Du hast gewisse, nee, Dinge zu tun, ansonsten wärst du bestraft. Und die Menschen möchten lieber ihre Freiheit anstatt Religion. Ja, aber Allahs Religion will etwas anderes als das. Und wenn ich hier sehe, ja, ich meine, jeder kann sich anziehen, wie man will, ja, aber wenn die da hingehen, so ein Burkhard anziehen und das Gesicht so geschminkt und so, sollen sie mal in Ländern da gehen, wo wirklich der Koran praktiziert wird, wo die Schariat ist, da sollen sie mal so rumlaufen, gucken, was da passiert. Hier können sie es ja. Aus denen werden Enklaven gemacht. Alle Euro-Shisha-Muslimas, die du siehst hier, Euro-Muslimas, ja, alles potenzielle SEX-Sklavinnen. Also wenn irgendwann bei der... Die Muslime sozusagen, die Ahnung haben vom Islam, anfangen dann dementsprechend die Vorkehrungen zu treffen und Krieg zu führen, dann sind diese ganzen Frauen, die hier leben in Europa, potenzielle Islam, auch wenn sie Muslime waren. Genau. Okay, mein Bruder, ich mach dann mal Bahn frei für den nächsten. Ich schau dir gerne zu, ja, mein Bruder. Ja. Gottes Segen dir und deiner Familie, ja? Ciao, Amir, ciao. Danke. Ja, Gott segne Milan. Schönen guten Tag, Amir. Ich bin ehrlich, ich kann das komplett nachvollziehen, wie das der liebe Herr hier gemacht hat. Denn ich habe genau das Gleiche empfunden. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, mein Freund? Ja, okay, jetzt.
Auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was der ältere Herr hier meinte, denn es ist genauso bei mir auch gewesen. Und zwar bin ich auch zum Entschluss gekommen, dass ich sehr gerne in sie reingehen würde. Bitte, Nigger, bitte, ich würde sehr gerne in sie reingehen. Was für ein Müllhaufen. Was hast du jetzt davon gehabt? Ist jetzt cool oder was? Was ist das denn, Typ? Er kommt bestimmt von ABKs AA raus. Da. Das sind die Früchte von ABK. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo? Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Ich höre dich ganz schlecht. Hörst du mich jetzt besser? Ja, ich höre dich besser. Hör mal, ich habe eine Frage an dich. Ja. Kannst du mir erklären, wer Jesus ist? Der Herr Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist und der schon im Alten Testament die ganzen Befehle gegeben hat gegenüber den ganzen Völkern. Das ist der allmächtige Gott, dein Gott, der Gott von Mohammed und der Gott von Allah. Ach so. Okay, nochmal. Du sagst, Jesus ist der Gott. Richtig? Ja, Amen, genau. Du sagst, Gott ist Jesus. Und du sagst auch, Jesus ist Gott der Sohn? Verstehe ich jetzt nicht. Wer ist jetzt Gott? Ja, der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Welcher Gott, Heiliger Geist? Wer heißt denn der Heiliger Geist? Heiliger Geist. Wie Heiliger Geist? Welcher Heiliger Geist? Ihr müsst doch einen Namen haben, oder nicht? Ja, wie? Selbst dein Prophet hat gesagt, es gibt den Heiligen Geist. Nein, nein, nein. Du sagst zu mir, der Sohn Gottes. Richtig? Du sagst, der Sohn Gottes. Und dann schreibst du unten, Jesus ist Gott. Was bedeutet denn Sohn Gottes? Versprecht euch jedes Mal. Merkt ihr das überhaupt? Ich bitte euch, ihr habt nicht mal das richtige Wort dafür. Habib, guck mal, ey, guck mal, ich beleidige dich nicht. Ich mach dich auch nicht fertig. Guck mal, hör mal zu. Ich beleidige dich nicht. Du redest, dass doch mal auch andere reden, Mann. Guck mal, hör mal ganz genau zu. Ich lass dich gleich ausreden, kein Problem. Guck mal, ich beleidige dich nicht. Ich mach dich auch nicht fertig. Ich mach dich auch nicht lächerlich, weil du machst dich so oder so lächerlich. So, das ist das dritte Punkt. So, jetzt, was ich nicht verstehe, ist, ihr versprecht euch jedes Mal, egal was ihr sagen wollt, ihr wollt unsere Religion kaputt machen, indem ihr irgendeinen Schwachsinn erzählt. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe eine Sache nicht. Warum? Guck mal, du hast ein Problem mit dem Islam. Hallo. Warte doch kurz, warte doch. Und dann sprichst du doch. Ich verspreche dir, ich lass dich ausreden. Ich verspreche es dir. Ja, du haust da so voll die Punkte raus und du hast... Ja, warte, okay, da kannst du auch gleich deine Punkte nennen. Kein Problem, aber lass mich doch erstmal ausreden. Guck mal, ich verstehe nicht, warum du so einen Hass gegen den Islam hast. Guck mal, du hast ein Problem mit dem Islam, dann hast du ein Problem damit. Aber warum kommst du hier rein und machst den Islam runter? Wieso? Jetzt kannst du reden. Ja, also zuallererst, mein Lieber, der Sohn Gottes ist ja ein Titel, Gott der Sohn. Wir Christen glauben ja an einen dreieinigen Gott, der sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat. Und das findest du schon im Schöpfungsbericht in 1. Buch Mose. Gott sprach durch sein Wort, es sei und es ist, so wie ihr Muslime ja auch glaubt, Kun Fayakun. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Du siehst also, dass der Herr Gott sich schon in drei Personalitäten gezeigt hat. Und zwar der Gott, das Wort und der Heilige Geist waren schon im Schöpfungsbericht oder im Schöpfungsakt direkt da. Und du siehst, wenn du dir zum Beispiel das Alte Testament weiterliest, merkst du, dass der Sohn Gottes auch genannt wird. Zum Beispiel in Sprüche 30, 1 bis 4. Ja, der Sohn Gottes ist Gott selber. Und der Prophet Jesaja hat angekündigt, dass das Kind, das geboren wird, starker Gott genannt wird. Das findest du in Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Du siehst also, das Kind, das geboren wird durch die Jungfrau, wird auch starker Gott genannt. Es ist nämlich der Retter, der aus dem Alten Testament sich schon geoffenbart hat. Jesaja 43,11. Okay. Ich bin der Herr, dein Gott. Und außerdem gibt es keinen Retter. Okay. Und im Neuen Testament, dass Jesus Christus der Retter ist. Okay. Du siehst das Gott. Okay, alles klar. Ich verstehe dein Problem, verstehe ich. Und zu deiner Äußerung bezüglich des Islams, warum ich Abneigung habe gegen den Islam. Ja, erzähl mal. Ich frage mit dem aufrichtigen Herzen, wenn ich dir eine Schrift zeigen würde, wo drin steht,
dass ich mit dir Nackentherapie machen muss, aufgrund deines Glaubens. Ich muss dich also unterdrücken, muss von dir Schutzgeld verlangen. Und wenn du mir das nicht gibst oder nicht zu meiner Religion konvertierst, schicke ich dich in die Ewigkeit. Wo steht das? Wo steht das Schutzgeld? Wo steht das? Sagst du mir allen Ernstes aus dem aufrichtigen Herzen. Wo steht das, dass du Schutzgeld annimmst? Was redest du denn da für ein Schwachsinn? Sag mal ganz ehrlich. Du liest irgendwas, du hörst auf irgendwas und dann kommst du mir mit deinem Prediger-Scheiß hier rein? Sag mal ganz ehrlich. Hörst du dir manchmal an überhaupt, was für ein Schwachsinn du alle erzählst? Okay, was, wenn ich dir zeige, dass deine Gelehrten das sagen? Wallahi, wallahi, sei noch dankbar, dass du noch lebst, ne? Und kehr lieber zurück. Das kann ich dir zu deinem... Guck mal, ich sag's dir noch einmal. Kehr lieber zurück. Kehr, okay, solange du noch kannst. Was macht den Islam denn so? Kehr zurück, solange du noch kannst. Merkst du, wie du auf einmal von mir gepumpt wurdest? Die Tage. Du weißt nie, wer dran ist. Guck mal, ich kann dran sein, du kannst dran sein, jeder kann dran sein. Kein... Raus. Hast du gesehen, hast du eine Packung bekommen, hast auf alles deine Antwort bekommen, hast dir gedacht, oh, ja, der Armin hat recht, der Armin hat natürlich sich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Jetzt hat er mir geantwortet, jetzt müssen wir sofort das Thema wechseln, ihn wieder mit Kamelurin zerbomben und ihn bedrängen. Ist das ein Typ? Hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Zu dem Thema mit Schutzgeld zahlen. Ja. Also es ist auch immer noch so, wenn ein Ungläubiger, sage ich jetzt mal, der nicht an den Islam glaubt, in ein Land lebt, wo die Scharia herrscht, dann ist es so, dass die Zakat zahlen muss. Also halt, wie du auch sagst, deren Schutzgeld. Und das ist so, weil jeder erstmal dort, sage ich jetzt mal, Zakat zahlen muss, auch die Muslime. Und das wäre ja einfach unberechtigt, dass sie nicht zahlen müssen. Aber die müssen halt zahlen, um dort zu leben. Aber die dürfen auch nicht für die Scharia sozusagen kämpfen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber was ist das denn für eine Religion, die aufgrund deines Glaubens dich unterdrückt und von dir eine sogenannte Schutzsteuer verlangt und bei Nichtbezahlung dich in die Ewigkeit schickt? Sollen wir das mit dir machen? Also, ich habe ja gesagt, jeder muss in einer Scharia Schutz, also was Schutzgeld, Zakat sein. Nein, Zakat ist ja nicht Jizya. Jizya sagt Ibn Kathir, dass es ein Zeichen ist von Kufr, Schande und Demütigung. Das heißt, wir Christen müssen und Christen und Juden müssen die Jizya in Kufr, Schande und Demütigung bezahlen. Und wie wir das Geld entrichten, sagt uns Tafsir al-Razi. Kennst du al-Razi? Ja, er sagt zum Beispiel in seinem Tafsir, dass der Kafir auf einem Esel angeritten kommt, also so als Demütigung, und dann einen grünen, also so einen orangenen Anzug anziehen muss oder was auch immer, so einen ganz komischen Anzug, damit man ihn erkennt. Er muss seinen Kopf rasieren, seine Vorderkopfhälfte muss er rasieren, damit er aussieht wie so ein Idiot. Und dann muss er im gebückten Zustand zu dem Amir al-Mu'minin kommen oder derjenige, der das gerade annimmt, das Geld. Und dann bekommt er einen Nackenklatscher auf seinen Kopf und dann darf er gehen. Stell dir mal vor, jemand macht das mit dir und deiner Familie. Das ist falsch, was du da behauptest. Okay, das ist falsch. Schlag mal bitte den Tafsir von al-Razi zu Sure 9, Vers 29 auf. Mal gucken, wer Unrecht hat. Den Tafsir von al-Razi... Zu Sure 9, Vers 29. Und dann wirst du merken, mit was für einer Religion wirst du tun haben. Und dass jedes Land, das den Islam aufhält, ein gutes Land ist. Ja. Imam At-Tabari, Leute. Imam At-Tabari sagt zum Beispiel zu Sure 9, Vers 29, wer sich weigert, die Jizya zu bezahlen, der muss nackt therapiert werden. In der Enzyklopädie des Islams, in Fiqh, im 15. Band auf der Seite 143 müsste sein, schlage ich aber gleich nochmal nach, oder 149, sage ich euch gleich, heißt es, was bedeutet überhaupt die Jizya? Die Gelehrten erklären das Wort. Jizya kommt von dem Wort Jaza, was so viel bedeutet wie Strafbezahlung. Und wenn du es nicht bezahlst, musst du nackt therapiert werden. Wir haben es also zu tun mit der Religion des Satans.
Stellt euch mal vor, wir würden das den Muslimen antun. Einmal den Spieß umdrehen. Aus ihnen Ahlul Dhimma machen, die Leute der Dhimma, Schutzbefohlene. Sie ihnen Kleider anziehen, orangene Anzüge. Sie dürfen dann nur noch mit dem Fahrrad fahren. Oder nicht mal, sie müssen mit dem Dreirad fahren. Als Demütigung. Mit dem Dreirad müssen sie durch die Gegend fahren. Und dann müssen sie sich alle den Kopf rasieren, die vordere Hälfte des Kopfes. Die müssen den Gürtel der Schande tragen, damit man sie auch erkennt. Und man muss ihre Häuser kenntlich machen, damit man weiß, dass das ein Haus von einem Muslim ist. Und dann gehen wir mit allem Mann zu den Muslimen nach Hause und machen aus deren Häusern ein Hotel. Dann muss dieser Muslim muss uns 3 Tage Kost und Schlafplatz gewähren. Und nach 3 Tagen, wenn das vorbei ist, muss er auch die Frau zur Verfügung stellen. Und wenn es vorbei ist, kommt schon der Nächste. Lasst uns das einmal, diese Gerechtigkeit, die Muslime sagen, dass das Gerechtigkeit ist, an ihnen praktizieren. Wer ist dafür, dass sie einmal das zu spüren bekommen, was Omar ibn al-Khattab den Christen in Syrien angetan hat? Das wäre fair, ne? Ihnen nur einmal zu zeigen, was Islam bedeutet. Ich wäre einmal dafür, dass man ihnen das einmal antut, an ihren eigenen Leib. Ja, die sagen ja, der Islam ist ja so eine schöne Religion. Ja, wenn das eine schöne Religion ist, dann lass uns mal gucken, wie schön der Islam ist. Ist das krass. Also, den Tafsir, das, was du gerade da alles so schön gesagt hast, das geht nur für diejenigen, die... Habe ich recht gehabt, sag mal ehrlich. Na, hör zu, das geht nur für diejenigen, die erstmal verweigert haben, die Jizya zu bezahlen. Und, ich hab dir doch gerade gesagt, mein Lieber, wie entrichtet man überhaupt die Jizya? Ja, ich weiß, wie man die entrichtet. Man, ja. Also nach dem Duhur-Gebet, war halt so, dass jeden Freitag dann, Zakat gesammelt wurde und danach auch die Jizya. Und ja. Das war dann so, dass die sich verweigert haben, wurde den sozusagen... Also bevor die bestraft werden, also dass sie nicht bestraft werden, sollten die das halt dann machen. So. Was sollten die weitermachen? Also mit einem Esel angeritten kommen. Was ist denn für ein Schrott, Mann? Hörst du dich überhaupt selber reden, Mann? Wie? Ich sag ja nur, das sozusagen, das ist die... Das ist unangenehm. Machen, damit man die ist unangenehm, das ist das Problem. Die ist das sehr, sehr unangenehm in einem ungläubigen Land, mit deiner Religion den Leuten das zu erklären, dass du einer Religion folgst, die ihr eigenes Rechtssystem hat und unterdrückerischer nicht sein könnte. Das heißt, wenn ihr eines Tages die Oberhand habt, dann macht ihr aus jedem einen Dhimmi. Dann gehören wir zu der Ahlul Dhimma. Und dann müssen wir unterdrückt werden. Stell dir mal vor, das würden wir dir antun und deiner Familie. Wie würde dir das gefallen, mein lieber Muslim? Dann soll halt meine Familie halt... das ja dann halt auch bezahlen, also auch nicht irgendwie verweigern und so, dass es so weit kommen muss, dass die sowas machen müssen. Damit ist das noch nicht genug. Wir müssen den Vertrag von Omar an dir praktizieren. Sure 9, Vers 29, Tafsir ibn Kathir. Ich will jeden einzelnen Vertrag von Omar an dir und deiner Familie praktizieren, damit du weißt, was Islam ist. Das heißt, du musst mir deine Frau zur Verfügung geben. Mir und meinen ganzen Jungs. Deine Schwester, alle, die sich im Haus befinden. Ich werde deinen Kühlschrank leer fressen. Wenn du deinen Mund aufmachst, werde ich dir schön eine, du weißt schon. Und dann werde ich mir deine Frau schnappen und mache aus ihr eine HURE für meine Jungs und mich. Wie gefällt dir das? Du gehst gerade nach IS-Ideologie. Das ist nicht so. Gehört ihr die IS-Ideologie? Obwohl ich ihm gesagt habe, Omar ibn al-Khattab macht das. Heftig. Ja, nein, ist aber nicht so. Okay, lies mal bitte den Tafsir von Ibn Kathir für uns alle vor. Sei mal wenigstens einmal in deinem Leben ehrlich genug, den Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 9, Vers 29 für uns alle vorzulesen. Du kannst nicht rausgehen und reden. Du musst ein Zweithandy nehmen. Guck das kurz nach. Ich merk's mir ganz kurz auswendig und dann, ja. Du kannst nicht einen Riesentext auswendig...
gelesen habe. Dann mach ich es zusammenfassen. Beruhig dich mal jetzt. Ich will nicht von dir irgendwas zusammenfassen, was du da an Kamelurin liest. Nein. Ich möchte, dass du alles von dir, was Ibn Kathir sagt. Ich möchte nicht eine Zusammenfassung dieses, dieses Kamelurin-Verständnis. Nein, 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 das wollen wir nicht. Wir wollen wissen, was der Omar Ibn al-Khattab gesagt hat und aufgezwungen hat, den Vertrag von Omar. Möchtest du es machen? Boah, ich muss das mal machen. Wo steht das nochmal drin? Sure 9, Vers 29, Tafsir Ibn Kathir. At-Tabari ist nochmal genauer. Er sagt zum Beispiel, wenn sich die Leute weigern, Jizya zu bezahlen, dann muss man Nackentherapie mit dir machen. Stell dir mal vor, der deutsche Staat würde dich nackentherapieren, wenn du keine Steuern bezahlst. Das ist heftig. Absolut geisteskrank. Ja, jetzt verstehst du auch, warum so viele Menschen eine ultra heftige Abneigung gegen diese Religion haben und sie am liebsten vernichten würden, sozusagen, oder verbieten würden. Ist doch berechtigterweise, also die Leute haben doch Berechtigung, diese Religion auf den Index zu schicken, und wer es wagt, diese Religion hier Werbung für zu machen, dass man ihn sofort ins Gefängnis steckt, weil das, wir haben es ja nicht zu tun mit einer normalen Religion, die daherkommt, ein bisschen Spiritualität an den Tag legt und seine Gläubigen auffordert, ein bisschen zu beten, hier und da mal zu spenden und so. Nein! Im Islam geht es darum, dass Allahs Wort das Höchste steht und der Allah seine Religion über alle anderen Religionen siegt und herrscht. Sure 8, Vers 39. Kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Da haben wir das Problem. Do you understand me? Ja, jetzt ist der raus und macht Kamelurin. Der sucht gerade nach dem besten Kamelurin. Bum, bum. Hallo? 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 Oh. Schon reden. Hallo, hörst du mich? Ja, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ich habe mal eine Frage. Also, ich bin jetzt seit 4 Monaten Christin. Und ich habe das, also, ich habe Jesus was versprochen, nicht zu machen. Und ich habe es. Wie bitte? Du musst dich raus, du, meine Liebe. Wie alt bist du? Ich bin 17. Ja, nee, das geht nicht. Der Stream ist ab 18, meine Liebe. Da wird gesperrt. Das ist das Problem. Bitte verzeihen mir. So, alles. Vielleicht kriege ich wieder eine Verwarnung. Die, ja. Amir, warum sind diese Menschen so blind im Herzen? Ja, das frage ich mich schon seit 10 Jahren. Das frage ich mich schon seit 10 Jahren. Ich war ja genauso. Ich war ja genau dieser Fall. Bis ich eines Tages meine Sichtweise komplett geändert habe und mir eingestehen musste, dass diese Leute, die zum Beispiel Kritik am Islam ausüben, berechtigte Kritik ist. Meine ehemaligen Glaubensgeschwister wollen es nur nicht wahrhaben. Das ist das Problem. Sie versuchen mit allen Mitteln eine Religion zu verteidigen, die nicht zurückschrecken würde, sie in die Ewigkeit zu schicken, aufgrund ihres unislamischen Verhaltens. Es ist so krank. Das kannst du keinem erzählen. Deswegen sagen wir immer, das ist so eher wie so ein Stockholm-Syndrom. Ja, das Offensichtliche darf nicht wahr sein. Versteht ihr das, ihr Lieben? Sie haben es vor sich. Sie sehen den Wahnsinn, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Sie denken, nein, da stimmt irgendwas doch nicht. Vielleicht verstehe ich das falsch oder vielleicht ist das nicht so, wie die mir das sagen. Ich glaube, die wollen mich in die Irre leiten und sowas. So verrückt. Obwohl es da vor ihren Augen steht, dieser ganze Wahnsinn. Und sie mit ihren eigenen Augen lesen können, was sich da drinnen befindet. Nein, sie bedienen sich nicht ihres Verstandes. Das Offensichtliche darf nicht
offensichtlich sein. That's the problems, my beloved. Gottes Segen dir und deine Familie, mein Bruder. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht es dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, so. Bruder, ich bin auch ein Ex-Muslim. Ich hatte jetzt meine Taufe. Ja? Das ist wie Balsam in meinen Ohren, wenn jemand sagt, ich bin auch Ex-Muslim. Bruder, ich hatte sogar jetzt meine Taufe vor 2 Wochen. Ja. Ich wurde jetzt, wie gesagt, orthodox getauft. Oh, okay. Jetzt was ist denn orthodox getauft? Also in der orthodoxen Kirche wurde ich getauft. Ostische orthodoxe Kirche, also eine russische orthodoxe Kirche. Haben die so Wasser auf deinen Kopf drauf getan oder wie haben die das gemacht? Ja, so gesalbt halt, ne? Salbe und all Wasser, also nicht Wasser auf dem Kopf, sondern ich musste so eingetaucht werden. Ja, das ist schon mal gut. Und dann gab es halt diese Salbung an meinem Kopf und meine Schultern und so. Okay, ja, davon weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, Tradition, die da mit eingeführt haben. Ja, also sowas kann man nicht in der Bibel, oder? Nee, also das haben die erst so gemacht mit der Salbung und so. Ja, okay, weiter. Auf jeden Fall. Seitdem ich halt getauft worden bin, habe ich so viele Wahrheiten zum Islam entdeckt. Zum Beispiel, Bruder, gibt es so ein Hadith von Sahih Muslim, dass ein Waraq ibn Nawfal den Koran bzw. das Evangelium vor dem Propheten Mohammed schon geschrieben hat und Mohammed dann später als Gabriel gegeben hat. So, weißt du, verstehst du, was ich meine? Allah hat Waraq ibn Nawfal schon befohlen, dass er halt, wie heißt das nochmal, das Evangelium zu schreiben. Das heißt, dass quasi das Waraq ibn Nawfal schon der erste islamische Prophet ist. Ja, natürlich, das ist das Problem, was wir haben. Und Waraq ibn Nawfal war ja ein Ibuniter, der aus der Kirche ausgeschlossen wurde, weil er ein übelster Irrlehrer war. Er und Bahira. Sie haben Mohammed mit dieser Lehre bedient. Mit Jesus ist nicht Gott, er ist nicht der Sohn Gottes, er ist zwar das Wort von Gott, aber nicht Gott selbst. Sowas. Man findet so christliche, leicht angehauchte christliche Sachen da im Koran. Man denkt so, irgendein christlicher Sektierer hat den Koran geschrieben. Das ist das. Genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich ein paar Verse aus dem Koran gelesen habe, die genau 1:1 von den Christen stammt. Ne? Und ich kann mich noch an diesem Hadith halt erinnern, wo da stand im Hadith, dass Allah befahl, Waraq ibn Nawfal das komplette Evangelium auf Arabisch zu schreiben. Und, ja. Und irgendwann mal hat dann Mohammed Waraq ibn Nawfal gesehen und dann getötet und dann sein arabisches Evangelium geklaut und das so umgewandelt, dass daraus schon der Koran entstanden ist. Ja, ist heftig. Also es ist eine unheimliche Geschichte, was der Islam mit sich bringt. Ne? Die ganzen islamischen Quellen. Ich sage ja, wenn sich jemand aufrichtig dahinsetzt, er kann nicht Muslim bleiben. Entweder er geht raus aus dem Islam oder er ist ignorant und bleibt einfach drinnen. Das ist ja der Wahnsinn, was wir haben. Bruder, kennst du Anas Islam? Ich kenne Ananas Islam, ja. Ich kenne Ananas Islam, ja. In meiner Zeit der Verzweiflung, ne? Habe ich so Antworten gesucht, so. Ich wollte so Antworten zum Islam, so. Ich war so verzweifelt, mein Bruder. Ja, nee. Ich wollte so in dieser Religion drinbleiben, deswegen habe ich nach Antworten gesucht. Ich war beim Sheikh, ich war überall so. Und dann bin ich halt so der Server von Anas Islam beigetreten, also sein Discord-Server. Ja. Ich wollte so anders Fragen stellen. Bruder, weißt du, was er mir gesagt hat? Was denn? Bruder, anders, ich brauche Hilfe und so. Wallah, ich bin am Verzweifeln. Mein Herz ist tot. Bruder, barakallahu fik, ich brauche echt Hilfe. Bruder, weißt du, was er mir sagt? Er sagt, ja, stell deine Fragen, aber 4 € pro Frage. Ich so, was? Nein. Nein, du machst Spaß jetzt auch. Wow, ehrlich. Ich schwöre, ich darf nicht schwören, aber ich schwöre, Bruder, das hat er mir ins Gesicht gesagt. Jetzt versteht ihr. Seht ihr, warum er nicht geantwortet hat auf eine meiner Fragen?
Er will Geld machen, darum geht's ihm. Deswegen Bruder. Wollte er natürlich ein YouTube-Video machen, weil es natürlich Klicks gibt, Geld und alles Mögliche. Darauf sind die bedacht, diese Leute. 4 Euro, der ist ja wie sein Prophet. Schau dir das mal an. Gib mal erstmal ein bisschen Geld. Gib mal erstmal ein bisschen Geld und dann beantworte ich dir Fragen. Ha, genau wie sein Prophet. Wie sein Prophet. So sieht's aus. Sura 58, Vers 12. Schaut euch diese Teufelsbraten an. Ich war schockiert. Ich so, wie bitte? Was für eure Frage? Wo sind wir hier? So, ich bin dein Bruder im Islam. Ich brauche deine Hilfe. Seine Mods haben, 7 Mods haben mich angegriffen. Die meinten alle, hör auf, anders so anzugreifen. Er hat gesagt, er will Geld für Fragen. Dann ist das so. Das sind alle Spenden. Er sagt, alle Spenden, sagt er. Spenden für was? Wahnsinn. Bruder, ich war schockiert, so, dann kommen die Mods und labern mir irgendwas mit, ja, alle, die hier sind, bezahlen auch Geld für Fragen. Ich so, dann sind alle, die hier sind, schon so uringesteuert im Kopf. musst du dir mal geben. Ja, warte ganz kurz, ich krieg einen Anruf. Bleib mal kurz dran, bleib dran. Okay. Einen Moment. Ja, Leute, das ist echt Katastrophe. Der sagt mir einfach so, ja, ich will 4 Euro pro Frage. Ich guck ihn so schockiert an. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Sagt er mir 4 Euro pro Frage. Ich so, wo sind wir? Stellt ihr euch mal vor, ihr geht zur Schule. Und der Lehrer sagt einfach, ja, stellt eure Fragen, aber die Frage kostet 4 Euro. Bruder. Das kannst du keinem erzählen. Ich bin schockiert, ehrlich. Also nochmal, damit wir das verstehen, wenn jemand zum Beispiel einen Dienst macht für seinen Glaube oder was, und wenn jemand zum Beispiel etwas braucht, zum Beispiel Fernseher oder Kamera, Equipment, was auch immer, ne, da kann man dann natürlich die Community fragen, ob die Leute etwas reintun. Aber für eine Frage, stell dir mal vor, ich würde das sagen, die würden sagen, Armin ist der größte Teufel, den es gibt, Mann. Oder? Stell dir mal vor, ich brauche wirklich Hilfe. Guck mal hier. Das ist eine ganz andere Sache, wenn ich zum Beispiel zu meiner Community sage, Leute, ich brauche Hilfe von euch. Ich brauche ein Handy, das jetzt zum Beispiel dementsprechend gut ist, damit ich gut streamen kann und damit ich meine Livestreams abhalten kann. So, wer kann helfen, wer kann machen? Aber stell dir mal vor, ich würde das jetzt sagen so, ja Leute, ich beantworte nur Fragen, wenn ihr mir erstmal 5 Euro gibt. Das ist so krank! Also, ich kann das gar nicht glauben, Mann! Also, das ist Katastrophe. Immer, Bruder. Das ist halt so. Ein Christenbruder. Du meinst das aber ernst, ne? Nicht, dass du mich jetzt anlügst, oder? Bruder, ich meine das ernst. Bei Al-Messiah, Bruder, die haben jetzt sogar ein Bot da drin. Ein Bot, du musst da echt für Fragen Münzen kaufen, damit du diese Fragen beantworten bekommen kriegst. Oh, Leute, Wahnsinn. Nein, Leute, Bruder, was hier los ist. Aha. Stell dir mal irgend so ein Account, Bruder. Geh in seinen Server rein und dann guckst du mal in diesen Botfrage, Islamfragen steht da. So, klickst da drauf, da steht, ohne diese Münzen kannst du keine islamische Frage stellen. Deine Nachricht wird direkt gelöscht. So, du brauchst diese Münzen. Und Bruder, jetzt hat er keine Ahnung, einen Rabatt oder so gemacht wegen Ramadan. Jetzt kostet so eine Münze kostet 2,50 Euro. Der hat Rabatt gemacht. Ramadan, Kamelurin-Rabatt. Was für ein Teufel. Jetzt versteht ihr, warum er die ganze Zeit ausgewichen hat, Leute. Weil er wollte durch mich Reichweite. Merkt ihr das jetzt? Als er gesagt hat, komm Amir, lass uns mal treffen, ich gebe dir auch Geld, ist kein Problem, weil er daraus einen Nutzen gezogen hatte. Versteht ihr? Damit er seinen Kanal erweitert, weil er große Wellen geschlagen hätte. Jetzt verstehe ich, was du... Er gibt dieses Puzzle ein Bild, ne? Wahnsinn. Bruder, ich war schockiert, Jani. Stell dir mal vor, so, ne? Okay, stell dir mal vor. Ein Christenbruder kommt zu dir, er ist am verzweifelten Bein. Ich höre dich nicht. Hörst du mich jetzt? Hallo? Hallo, hörst du mich jetzt?
Hallo, hallo. Ja, okay. Ja. So, stell dir mal vor, jetzt Christen, Bruder zu dir, voll verzweifelt, sein Herz ist so richtig am Verzweifeln, kommt er so zu dir und sagt, hey Bruder, bitte beantworte mir diese Frage aus der Bibel, was bedeutet das? Dann sagst du ihm, ich kann das nicht beantworten, ich brauche 4 Euro. Bruder, der wird den Christen schon direkt verlassen, er denkt dir, was ist das? Was ist das? Und das von Anas ist... Ich brauche erstmal einen Eiermann. Erstmal gib mal 10 Euro in Tasche, dann kann ich besser beantworten. Ich kann besser beantworten, wenn ein Kugel in meiner Tasche ist. Bruder, das von Anas ist Islam, Bruder. Das von Anas ist Islam. Das von Anas ist Islam, der über 300.000 Abos auf YouTube hat und so viele Abos auf TikTok. Ein bekannter Muslim. Und das von ihm, Bruder, yani, wie kann man sich nicht schämen hier? Heftig. Bruder, wie kann man sich hier nicht schämen? Wahnsinn, ich bin schockiert, wirklich. Bruder, und das stimmt? Ich bin wirklich schockiert, dass der für Fragen Geld nimmt von Menschen. Oh, Bruder, das ist nicht nur das, was ich jetzt dir noch erzähle jetzt, ne? Bruder, du wirst gleich ausflippen. Du wirst gleich ausflippen, hör zu. Ich bin neulich nochmal schon, hab mir so ein voll muslimisches Account gemacht auf Discord. Ich bin reingegangen, hab mir das mal angeguckt. Ich so, okay, es gibt hier ein paar Neuerungen und so auf in deren Server. Bruder, ich gucke, scroll nach unten. Bruder, was sehe ich? Heiratsvermittlung. Die machen alles. Bruder, Wahnsinn. Ich sehe auf einmal Heiratsvermittlung. Das ist ja eine richtige Gang, Mann. Hör zu, das ist ja Wahnsinn. Hör zu, Bruder. Heiratsvermittlung, was sehe ich? Ich guck mir das mal also an. Ich so, okay, das ist irgendwie so ein Tinder für Muslime. Bruder, ich guck. Ich war schockiert. Bruder, ich guck so. Steckbrief. Eine 14-Jährige. Ich so, was macht eine 14-Jährige hier? Nein. Bruder, ich guck, Steckbrief 14-Jährige. Ich guck, wie viele sich da gemeldet haben. Bruder, über 60 Männer. Und die sind über 40, 50. Bruder, ich hab danach gefragt. Ich so, ist das legitim, was ihr macht? Die so, ja, wir machen das alles, ohne dass der Staat davon weiß und so. Ich so, ist das euer Ernst gerade? Wahnsinn. Weißt du, was du da gerade aufdeckst, mein Lieber? Das ist heftig. Bruder, 14-Jährige werden dort verheiratet. 16, 17-Jährige werden dort verheiratet. Die müssen erstmal Steckbrief erstellen. Dann müssen die das an den Moderator geben. Der Moderator überprüft das und schickt das weiter. So. Und dann gibt es ja das Kennenlerngespräch. Und wie machen die das? Ich muss da noch mehr aufdecken. Wie machen die das mit dem Kennenlerngespräch? Die sagen zuerst, guck mal, ihr beide, ihr geht jetzt, ihr stellt euch jetzt einen eigenen Serverkanal, ihr redet dort und so. Und Eltern mit reinbeziehen, machen wir das erst in so 6 Monate, 7 Monate, ein halben Jahr so ungefähr. So, das heißt, ihr könnt euch treffen, ihr anders wird extra euer Sheikh sein für Mutter-Ehe und so. Und bis dahin könnt ihr euch anfassen, könnt ihr euch das und das. Und nach 6 Monaten werden wir mit euren Eltern reden und arrangieren ein Treffen zwischen eurer Familien. Ich so, was? Ich so, was ist das bitte? Absolut. Ich so, das Mädchen ist 14, Bruder, das Mädchen ist 14, die macht gerade ihren Hauptschulabschluss. Ja, aber du weißt, im Islam ist eine 14-Jährige eine Frau. Wenn eine 6-Jährige schon eine Frau ist, dann ist eine 14-Jährige eine Oma, Mann. Wenn die Muslime sagen, man kann ein Baby heiraten, ja, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Nein, Bruder, ich bin... Haben Sie gesagt, der Islam muss auf der ganzen Welt aufgehalten werden? Diese Religion darf nicht ihren Fuß fassen, Mann. Ich bin ausgerastet, dass sowas undercover in Deutschland gibt, Bruder. Ob ich Beweise habe, ganz einfach, geht einfach selbst, erstellt euch mal einen Account auf Discord, geht in seinen Server rein, Anas Islam heißt der Server, geht dann ganz nach unten und schaut zu, da gibt es Heiratsvermittlungen. Aber aufpassen, ihr dürft nicht Christ oder Agnostiker als
Adam hat ein Ticket gebucht, Amir. Wie denn? Was meinst du denn mit Ticket gebucht? Sperren? Achso, der hat ein Ticket gebucht. Achso, ein Stummschaltpaket. Ich denke die ganze Zeit, wer hat ein Ticket bei Anas Islamis gebucht, oder was? Ich habe mich mir auch gerade gedacht, hä? Wo sind denn meine Moderatorin, ey? Diese das kann doch nicht wahr sein, ey. Diener Gottes, du musst mal mit so einem Moderator sprechen und dann musst du einfach sagen, ja, du bist Muslim und der wird dich dann direkt verifizieren, so. Und dann wirst du ganz unten sehen, Steckbriefe. Und dann wirst du die Steckbriefe lesen, Bruder, das ist Katastrophe. Ich ja, glaube, ich stehe zur Polizei damit. Du hast mit deinen eigenen Augen gesehen, wie bösartig diese Leute sind. Merkst du das jetzt? Muslime, das ist heftig, ne, was die drauf haben. Ich schäme mich jeden Tag. Ich denke mal, was Saudi-Arabien macht mit den Gläubigen. Ich schäme mich jeden Tag einen Muslim zu gewinnen. 40.000 Euro, damit die einen Stein umrunden. Das ist so krass. 40.000, Bruder. Wahnsinn. Und siehst du, Marcel Krass, Pierre Vogel, alle verdienen kräftig mit dieser Pilgerreise, ne? Die wollen alle natürlich auch verdienen, ne? Ja, ja, Hauptsache das. Und dann Pilgerreise, hast du das Video gesehen von Abul Bara, als er in Mekka war? Der war da in Mekka. Und dann hat er einfach so eine Werbung gemacht für so eine Kamelurinfirma. Und der war bei so einem Kamel, hat da das Urin getrunken und hat dann irgendwas von gesagt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt er. Ja, das habe ich gesehen, ja. Dann sagt er noch, es gibt Muslime, die trinken Kamelurin als Erfrischungsgetränke. Damit will er sagen, guck mal, wie blöd unsere Oma ist, ey. Also bitte, wie kann man bitte darauf kommen, dass man Kamelurin trinken soll, weil man durstig ist? Ja, der Mohammed hat das ja gesagt, der Jamia Tilmidi hat dies 2042. Er hat gesagt, wenn ihr das unerträgliche Klima eines Landes nicht ertragen könnt, dann trinkt Kamelurin. Das hilft gegen das unerträgliche Klima. Heftig. Und dann gibt es von Al-Qurtubi dieses geile Hadith. Ja, ich muss ganz kurz meinen Kamelurin-Song machen. Kamelurin für euch alle. Kamelurin, nimm einen fetten Schluck davon. Kamelurin, gib dir auch den Anas, ja. Der Betrüger nimmt 4 Euro für Fragen und dann sagt er nur Kamelurin. Der musste sein. Einmal musste ich Kamelurin da reinmachen. Ich weiß nicht, vielleicht bestellen die sich auch Kamelurin von den ganzen Fragen, die da gestellt werden. Oh Mann. Ja. So. Siehst du, er nimmt 4 Euro für Kamelurin-Frage. Leute, meine Wundervollen, wie viel soll ich denn nehmen? Wie viel soll der Dr. Scheer denn nehmen? Für seine Fragen. Ich geh kaputt, ey. Ich krieg das nicht aus meinem Kopf. Wie krank, ey. Wenn ich das machen würde, ganz Deutschland würde sagen, guck dir den Betrüger an. Aber bei denen ist das normal. 14-jährige Heiratsvermittlung, 4 Euro für Fragen. Gar kein Thema. Wenn du dich beschwerst, kriegst du noch auf die Schnauze. Nein. Wenn du dich beschwerst, bist du direkt aus dem Islam rausgeschlossen. Ja, das du bist ist, ja das direkt ist ein Kafir geworden, bist du. Ja. Und weißt du, Bruder, yani ich denke mir so, wie könnt ihr sowas machen, so, ne? Also, und dann erinnere ich mich so an diese Adem Geschichte in Apostelgeschichten. Adam hat ein Stummschaltpaket bekommen. Ich erinnere mich genau jetzt an der Geschichte in Apostelgeschichten, wo dieser eine Betrüger zu Simon Paulus gegangen ist und sagte, ich will den Heiligen Geist empfangen, aber für Geld. Ich gebe euch dafür Geld. Und dann sagte Simon Paulus zu ihm, geh hinfort mit deinem Geld. Wir brauchen das nicht. Sei verflucht. Geh weg. Genau das macht Anas Islam so. Er gibt Antworten. Er macht das nicht mal. Bruder, die stellen dort Fragen, die schreiben ihre Fragen und weißt du, wann die erst eine Antwort bekommen? Nach 2-3 Wochen erst. Wahnsinn. Wie viel Geld macht der Typ denn? Ich glaube, der ist schon Millionär geworden dadurch. Der ist schon, glaube ich, Millionär geworden ohne Spaß. Ach du Heilige.
Und diese Leute, die das auch noch, die Leute dafür dann zur Rechenschaft ziehen und sagen, ja, das muss so sein, die verdienen auch kräftig mit. Verstehst du, ja, dass sie keiner sagt? Das ist ja wie so ein Kultführer, so Sekten mit Sektenführer oder was ist Anas? Diese Moderatoren sind die schlimmsten Heuchler. Sind die schlimmsten Heuchler, Bruder. Weil ich, als ich gesagt habe, so, ey, ich brauche wirklich Hilfe, so, ich bin halt verzweiflungsmäßig, weißt du, was die mir sagen? Die sagen mir, ja, dann lies mal deinen Koran richtig. Die sagen deinen Koran. Bruder, was ist los mit euch? Euer Bruder ist verzweifelt und ihr gebt einfach solche Antworten? Wahnsinn. Wie der Herr dir das auch gezeigt hat, was das für Menschen sind. Damit du ganz genau weißt, den Geist des Irrtums und den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist und der Unheilige Geist. Himmel und Hölle. Halleluja, Amen. Danke, Herr, dass du ihn rausgeholt hast aus dieser Finsternis und zu dir geführt hast, Herr Jesus. Danke für diese tolle Seele. Und dass du den Leuten das auch noch sagst. Wundervoll. Ich bedanke mich für den Herr Jesus Christus und der Herr Jesus Christus, mein Gott, mein Herr, hat mir genau das aufgetragen. Ey, Elia, geh zu den Leuten und warne deine Geschwister und warne sie vor Anas Islam und deren Gummibärchenbande. Wahnsinn. Genau solche Leute gehören verboten, ohne Scheiß. Ich muss da meine Mutter noch raus. Ich würde noch nicht mal im Traum daran denken, von jemandem für eine Frage Geld zu nehmen. Das ist für mich unvorstellbar, sowas, Mann. Genau, ey, das... Ich schäme mich sogar, wenn ich hier so Matches so spielen würde und dann so über den Glauben spreche und damit die Leute mir so ordentlich da reinspenden, dann würde ich mich in Grund und Boden schämen. Deswegen mache ich auch sowas nicht. Verstehst du? Bruder, stell dir vor, der arme Mensch hat kein Geld und so und der wird einfach abgelehnt, weil er nicht, weil er die Fragen nicht bezahlen kann. Das ist die Antworten nicht bezahlen kann. Das ist so krass, ey, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich komme gar nicht drauf klar. Das ist absolut bösartig, absolut teuflisch. Ich habe nochmal, ich hab gar kein Problem damit, wenn der zum Beispiel irgendeinen Dienst macht für seinen Glauben oder was, dass die Glaubensgeschwister ihn unterstützen, in was auch immer der macht, wenn er irgendetwas braucht, Equipments oder was auch immer. Darüber kann man ja immer reden, das ist gar kein Thema. Aber Geld für Fragen zu nehmen, das geht nicht in meine Birne rein. Bruder, ist das irgendwie eine Steuerhinterziehung? Weil das ist ja eine Art, wie heißt das nochmal? Das ist ja ein Business-Zeug, ist ja klar. Ja, das ist ja eine Art Dienstleistung und das ist ja quasi auch Steuerhinterziehung. Ich gehe damit zur Polizei, ich melde diese Gruppe. Ja, mach das auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. Du zerschlägst diese ganzen faulen Früchte dieser widerwärtigen Teufelsanbeter, Mann. Bruder, und diese Heiratsvermittlung mit 14-Jährigen, wenn ich das jetzt zur Polizei bringe, Bruder, überall in den Nachrichten wird das kommen. Natürlich, die gehen ins Gefängnis. 14-jährige Kinder, das ist minderjährig, Mann. Natürlich, das ist nicht mal heiratsfähig, das ist nicht mal geschäftsfähig. Ja, da kommen wir wieder auf den Punkt, Sure 65, Vers 4. Die sind heiratsfähig laut Islam. Nur wir haben ein ganz anderes Rechtssystem. Die haben ihr eigenes Rechtssystem. Verstehst du? Deswegen, gerade Scharia. Scharia außerhalb des Gesetzes des Landes. Es ist gar keine Religion, es ist eine Sekte. Die wahren Anhänger dieses Glaubens, die sich damit komplett auseinandergesetzt haben, sind so vergiftet. Das glaubt ihr gar nicht. Was meint ihr, warum der Staatsschutz diese Leute alle beobachtet? Versteht ihr? Wir reden ja nicht von dem normalen Otto-Normalverbraucher Moslem, der normal 8 Stunden am Tag arbeiten geht und nichts mit dieser Religion zu tun hat. Ich rede von den Leuten, die... Ex-Muslim, Bruder, Amir, Bruder, ja. Du musst mir verzeihen, Bruder. Ich muss mich auch bei dir entschuldigen, weil früher, als ich noch ein Muslim war, ich habe dich tagtäglich beleidigt und über dich lustig gemacht, ne? Ich hoffe, du verzeihst mir, mein Bruder. Der Herr segne dich. Jede einzelne Beleidigung, die du gegen mich gesprochen hast, vergebe ich dir von meinem Herzen. Dankeschön, Bruder, dankeschön. Das war auch mir das Wichtigste. Ach, du bist nicht der Einzige. Was meinst du, wie viele Muslime mir geschrieben haben und haben mir gesagt, ich habe dich zu Anfang beleidigt und verflucht, aber musste dann feststellen, dass du doch die Wahrheit sagst. Das ist das. Ach, Bruder, ich liebe dich von ganzem Herzen, von Herrn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du mich hochgenommen hast und dass und mir die Gelegenheit gegeben hast, über den Islam, über Anas und so zu warnen, mein Bruder. Ich danke dir. Mit Gott segne alle euch allen hier im Chat. Wahnsinn, heftig.
Ja, wie gesagt, also wenn du kannst, dann melde das ruhig der Polizei. Ja, also, werde ich machen, ich werde es machen. Ich habe morgen. Was ist das, diese armen Kinder, das ist Kindesmissbrauch oder was ist das? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe das erst heute so gesehen. Boah, ich habe das erst heute gesehen mit meinem alten Account auf Discord. Ich bin da reingegangen, habe das gesehen. Bruder, ich war schockiert. Ich, Bruder, das war ein 14-jähriges Mädchen aus Afghanistan. Und Bruder, was ich da gelesen habe in ihrem Steckbrief, ich gehe damit zur Polizei. Ich bin durchgedreht, Bruder, ich bin wütend geworden. Wahnsinn. Hast du Screenshots und alles gemacht, mein Lieber, und so? Bestimmt. Ich habe das gemacht und ich werde das morgen der Polizei zeigen. Heftig. Ich hoffe, sie werden ihre gerechte Strafe bekommen. Weil, Bruder, da stand einmal in diesem Steckbrief, ganz unten, ja, meine Eltern wollen, dass ich unbedingt heirate und so. Bruder, du bist in Deutschland, du bist 14, was willst du, was für heiraten? Mach erstmal lieber deinen Hauptschulabschluss. Ja, die Eltern haben natürlich ein ganz komisches Verständnis, weil die wollen, dass dieses Kind so schnell wie möglich in die Ehe geht und nicht sozusagen Unzucht begeht, ne? Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Du musst ja mit dem Kind reden. Du musst ja mit dem Mädchen reden oder mit dem Jungen reden, dass sie warten soll und was weiß ich. Ne? Verstehst du immer meinen Punkt? Oder ja, genau. Genau so ist das halt, ne, bei den ganzen islamischen Familien. Das ist halt so. Aber egal, ich werde das, wie gesagt, morgen zur Polizei bringen und ich werde dir auch morgen dann schreiben, wie es gelaufen ist. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank für deine Info und alles. Nicht dafür, Bruder. Nicht dafür. Absolut krass. Vielen, vielen Dank, ja. Heftig. Ich bin schockiert. Ich bin übelst schockiert. So schockiert. Und dann sagen die alle zu mir, Anas Islam, Anas Islam, Anas Islam. Jetzt verstehe ich auch, warum der Typ die ganze Zeit mich dazu gedrängt hat, so mit ihm live zu gehen, da auf seinem Kanal, und dass er daraus so eine riesen Sache machen will. Jetzt verstehe ich das alles. Damit er noch mehr Reichweite bekommt, damit er noch mehr Leute erreicht, dass sein Kanal wächst, damit es ihm um Geld. Aha. Grüß Gott. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Hallo, ich habe zwei Fragen. Und zwar folgendes. Hat Jesus Christus Nahrung zu sich genommen? Ja, natürlich. Er ist ja Mensch geworden. Okay, also ging Jesus auch auf Klo scheißen quasi? Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kapitel. Also Gott mit Scheißen. Komm nie wieder hier hin, du Ekelhafter. Siehst du, das ist das Niveau von Muslime. Dein Gott geht scheißen, so reden die, guck mal. Aber dass Allah ein Bett hat und darauf liegt, das interessiert die nicht. Dass Allah ein Schienbein hat und eventuell einen Rumpf und einen Hintern, das interessiert die auch nicht. Aber dass Jesus Christus Mensch wurde, ein perfekter Mensch, das stört sie. Darüber will er nicht dann reden. Heuchler, ey. Heuchler. Du Heuchler, du. Teufelskind. So wie der Herr euch nennt. Hallo, ja, Ex-Moslem. Ich will von dir zerstückelt und verspeist werden. Da musst du gerne zu Mohammed und seiner Religion gehen. Mach's gut, mein Lieber. Je später der Abend, desto besser die Gäste. Ah, Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ey. Was ist denn bloß los mit diesen ganzen Leuten her? Ne? Wie geht's? Was machst du? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, Jesus möge dir einen großen Schwanz geben. Ja. Ich habe mal eine Frage. Komm nie wieder hin, du Drecksack. Wie der über den Herrn Jesus Christus redet. Du ekelhafter Satanist. Ekelhafter Typ. Hallo? Hallo, Amir. Hallo? Hallo? Hallo, hörst du mich?
Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Mama, bitte guck das aus. Ja, Moment. Kleinen Moment, bitte. Hier beim Fahren. Ich schaff's gleich. So, ist jetzt besser? Ja, viel. Ja, viel. Ja, ist besser, Amir? Ja. Ja. Ah, prima. Ja, ich habe letztens auch in so einem, man darf nicht in die Streams reingehen von den Moslems. Man wird angesteckt von diesem Geist, von diesem schlimmen Geist. Das ist so ein richtiger, ekelhafter Geist, der auf einen übergeht, wenn man versucht, mit denen zu reden. Ich habe mit ihm gesprochen, der hat zu mir gesagt, wenn Jesus im Bauch der Maria war, in der Zeit, wo er im Bauch war, zu wem hat sie dann gebetet in der Zeit? Hat sie zu Gott gebetet oder zu Jesus in dem Bauch gebetet? Du musst mir überlegen, was das ist. Ja, ich weiß. Was für ein... Was mein? Dein Blut ist bitte. Das ist irgendwie doppelt. Das ist irgendwie doppelt. Aber ich habe doch jetzt alles ausgemacht in den Dingen. Ist es jetzt besser? Warte mal ganz kurz. Oh Mann, Scheiße, sorry. Jetzt machen wir hier Bluetooth aus. So. Also in dem Spatzenhirn, Ja. Ja, eben, und ihr Verstand, ihr denkt, dass Gott ist irgendwie gebunden an ihrem Verstand, über unseren Verstand. Ja, eben, und mein Lieber, das geht gar nicht. Ich muss dich stumm schalten, sonst höre ich mich doppelt, Mann. Wenn du also eine Frage stellst, dann stumm dich direkt bitte, ja? Wenn du redest, stummen und dann wieder rede. Du kannst dich wieder entstummen. So, Amir? Ja, jetzt. Jetzt hat er gar nichts. Hörst du mich? Könnt ihr mich hören? Kann mich jemand hören? Warte, ich hab's gleich. Ich glaube, der hat einen miesen Empfang oder was? Samcat, komm nie wieder hin, du Satansbraten. Ich blockiere dich, dass du den Herrn Jesus Christus so beleidigt hast. Kann er gerne in seinen muslimischen Stream reingehen und dann die Muslime fragen, diese sogenannten Apologeten, warum denn Allah ein Schienbein hat, warum er ein Bein hat, warum er ein Bett hat. Wofür braucht er denn ein Bett? Will er sich ausruhen? Will er sich vielleicht hinlegen? Ist er ein müder, beschäftigtes Wesen oder was ist er? Oh, danke, Martino. Bitte mich? Danke, ihr Lieben, für diese ganzen Geschenke, ihr Lieben. Dankeschön. Gott segne jeden Einzelnen von euch. Vielen, vielen Dank. Möge der Herr euch das doppelte, zehnfache zurückgeben. Dankeschön. Hallo, Gott segne. Hörst du mich?
Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Also ich wollte dich etwas fragen. Und kannst du mal bitte lauter sprechen? Ich wollte dich etwas fragen über ein Thema. Was? Ich wollte dich etwas fragen über ein Thema in Islam. Kannst du mal bitte näher ans Telefon kommen? Ja, ich... Jetzt? Nee, du hast... entweder hast du Kopfhörer an oder ich weiß nicht, was du an hast. Nee, ich hab nichts, aber... Vielleicht, warte kurz. Ich höre den gar nicht. Jetzt? Kam das nur bei mir so leise vor oder war das bei euch auch? Oh, happy day! Oh, happy day! So. Ah ja, mir Gott segnen. Deine Familie, deine Stimme kommt richtig gut rüber. Ja, ich habe auch einen guten Empfang zu Hause. Ich habe die Anfrage geschickt, nachdem Elia da war, wo er das mit Anas erzählt hat. Ich konnte das auch erstmal nicht glauben, ne? Aber erstens, vor ein paar Tagen bei Urban war auch einer drin, der hat das auch erzählt. Mit Geld nehmen und so. Und jetzt habe ich mich entschieden, weil ich war gerade eher am PC. Ich habe mir jetzt einen Account gemacht bei ihm. Und kannst du mich mal kurz groß machen, dann könnte ich das zeigen mit der Kamera. Ja, okay, gerne. Heftig. Wenn das, ey, das ist krass, Mann. Ach so, boah, ich glaube schon auch 1000 Abonnenten, um Kamera anzumachen, ne? Ach so. Boah, scheiße, ja. Schade. Ah, schade. Auf jeden Fall, hier ist so ein Inhaltsverzeichnis und guck mal, hier steht Vermittlerkontakt, klicke auf diese Schaltfläche, wenn du dein Interesse zu einem Steckbrief äußern oder selber einen Steckbrief einreichen möchtest. Ein Vermittler. Kannst du so ein Screenshot machen oder so ein Foto machen und dann. Hab ich schon. Ich habe ein Video gemacht davon. Ach so, hast du es hochgeladen bei dir? Nee, ich habe das einmal so, falls es gelöscht wird, irgendwie die Tage oder so, habe ich das so für mich gehalten. Nein, ich meine, mach mal ein Foto und veränder mal dein Hintergrundbild. Aber mein Hintergrundbild ist ja nur so ein kleiner Punkt in der Mitte. Nein, du hast doch gerade dein Profilbild. Ach so, ach so. Ja, wenn du während du live bist, kannst du, glaube ich, dein Profilbild, glaube ich, ändern oder was, ne? Boah, ich weiß ehrlich nicht, wie das geht, Bruder, weil ich bin neu hier. Aber ich kann dir das schicken alles, ne? Dann kannst du gucken. Ja. Soll ich dir das am besten schicken? Auf Instagram. Schick mir das mal bitte auf Instagram. Bruder, ich habe dir so bei Instagram geschrieben. Ich glaube, ich bin schon bei dir ganz unten da irgendwo, weil du hast nie meine Nachrichten geöffnet. Du musst mich dann ja, besuchen. Ich bekomme eine Million Nachrichten. Ich kann das gar nicht abarbeiten. Das ist für mich unmöglich. Ich brauche Tonnen von Sekretären, die sowas machen. Soll ich dir das auf TikTok dann am besten schicken? Ja, dann schick mir das bitte auf TikTok, ey. Okay, mach ich, Bruder. Da ist Katastrophe, ey. Ja, hier sind richtig viele Sachen auf jeden Fall. Hier, der hat hier so, was hat er hier noch? Warte. So, du hast so VIP-Anliegen, Service und so. Hier hast du so Sachen, wo du diese Coins, was er gesagt hat, mit Coins kaufen. Wahnsinn. Dann hat er hier Islam-Fragen, da hat er hier diese Fick, wie heißt das? Hanafi, Maliki, Shafi und so. Auslegung, Fick. Ja, genau. Und Bruder, hier sind einfach, weißt du, wie viele Mitglieder hier sind? Hier sind 9.016 Mitglieder, also 9.016 Leute haben irgendwas abgeschlossen. 9.016, wie viel, 9.000? 9.016. 9.016 Mitglieder, heftig. Ja, Bruder. Was macht der denn für Kohle, der Typ? Ja, der ist so wie sein Prophet, ne? Der hat bei Mohammed abgeguckt. Der ja, genau, über 58, Vers 12, wie das auf einmal lebendig wird, ne? Der Koran bei denen. Weil ich habe das erstmal auch nicht geglaubt. Ich dachte, der Junge labert, weißt du, weil das war so heftig für mich. Dann hätte ich mir gedacht, ich muss mir das mal selber angucken. Nein, der hat sich richtig glaubwürdig angehört. Der Junge, der gerade hier war, dieser Ex-Muslim, man hat richtig aus seiner Stimme rausgehört, dass er das vollkommen ernst meint. Ja, das auf jeden Fall, aber das war einfach viel zu krass. Man hört das schon raus, wenn jemand lügt oder Blödsinn erzählt. Ja, klar, auf jeden Fall. Der ist ja auch einer von uns, auch ein Christen. Ein Christen lügen ja nicht. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, und auf jeden Fall diese ganzen Leute, die hier gerade den Herrn beleidigt haben. Leute, ich weiß, es ist für euch Spaß und so, das macht euch Spaß, aber ihr werdet schmoren in der Hölle, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und nicht Buße tut, ihr werdet schmoren. Ihr werdet sowas von in den Feuersee geschmissen werden. Ihr werdet für jede einzelnen Buchstaben, den ihr gesagt habt über den Herrn, ihr werdet das alles bereuen. Ja, traurig. Macht euch weiter lustig. Die Seele in Sicherheit bringen, es ist so traurig. Ja.
vor allem das mit Kacken und so, was sie gesagt haben. Junge, euer Allah steht in Sahih Buhari, er ist nackt und barfuß. Was wollt ihr heute unser Herrn sagen? Ja. Kennst du das, Amir? Ich kenne das, ja, aber... Das hat mir Ali gestern gezeigt. Kennt ihr das? Ich hab das gar nicht. Was ich nicht falsch interpretiere. Das mit dem, sagen wir schnell, beschnitten, unbeschnitten, ne, meinst du, ne? Ja, genau, beschnitten und nackt und barfuß. Diesen Hadith brauchst du gar nicht zu erwähnen. Du kannst den ganzen anderen Hadith erwähnen, in dem Allah lächelt, lacht, in dem Allah einen Fuß hat, ein Bein, ja, das muss ja an irgendwas gebunden sein, verstehst du? Allah hat eine Behinderung, der muss, glaube ich, zum Arzt oder so, weil der hat nur zwei Arme, also zwei rechte Hände und ein Schienbein. Ich glaube, der hat eine Behinderung, der muss irgendwie zur AOK oder so gehen, glaube ich. Ja, siehst du, wenn die Muslime so reden, auf was für ein Niveau man direkt herabgeht, ne, das ist... Ja, Bruder, der muss ja den Toren nach seiner Torheit antworten, so, man kann ja auch nicht immer ruhig bleiben, weißt du? Ja, genau, wenn das so ist, dann muss dieser Allah ja ein Transformers sein, dass er Körperteile hat, nicht wirklich wie der Herr Jesus Christus die Form eines Menschen angenommen hat, sondern einfach nur da gesteckte Körperteile ist. Ja, genau. Das. Okay, na gut, Bruder, der Herr Jesus segne dich, Bruder, beschütze dich, bleib stark im Herrn. Alles Gute dir. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Hey, Ex-Muslim. Hallo. Wie geht's? Dankeschön, Dankeschön. Was ist das? Wie, was ist das? Warum hast du Kamera an? Was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Jesus Christus. Wie Jesus Christus? Hä? Bist du blond? Achso. Ist das eine Kirche oder was ist das? Ja, Mann. So. Ich lese gerade Buch, weißt du? So, okay. Was kann ich denn für dich tun? Nix, ich wollte fest überzeugt davon sein, du weißt doch, man sagt, Jesus ist Gott. Ich wollte mich nochmal davon fest überzeugen. Ich bin nochmal hergekommen. Du wolltest hören, wo Jesus sagt, dass er Gott ist? Nein, nein. Dass Jesus Gott ist, ist doch in der Bibel und so. Ich bin jetzt hier so auf der Suche, warum zum Beispiel du, Ex-Muslim, Christ wurdest und so, weißt du? Ja. Dann habe ich so geschaut, so. Ich bin hergekommen. Leider Gottes überzeugt mich das hier nicht, dass wenn ich hier Gott sehe, euer Gott sehe, dass er hier, du weißt doch, sich gekreuzigt. Ja, okay. Verschwinde hier raus. Kein Bock auf Satanisten. Oder was war das, ey? War das ein Satanist oder was ist das? Ja. Damit muss man rechnen, ihr Lieben. Die sind alles Spotter und der Herr hat uns das ja schon gesagt, ne? Hat uns das schon vorgewarnt. Dass es Menschen gibt, die uns hassen, die uns spotten. Aber freut euch und jubelt im Himmel, denn euer Lohn wird groß sein, wenn die Menschen euch verspotten. Hallo Amir, alles gut bei dir? Rab segne dich und deine Familie. Rab segne dich und auch deine Familie. Allah. Khair, inshallah. Ich habe eine Frage, also man kann dich gar nicht sehen, Amir. Ja, du musst mich auch nicht sehen, du musst mich nur hören. Ich muss doch hier dein schönes Gesicht sehen, Alter, ja, was ist los denn? Ja, du hast ein schöneres Gesicht, mach mal deine Kamera an. Na, alles gut. Ich will dich nur ein, zwei Sachen fragen. Ich bin in letzter Zeit mit einer christlichen Sekte in Kontakt gekommen, und zwar nennt die sich die brunitische Sekte. Debattierst du auch mit christlichen Sekten? Nein, das interessiert mich alles gar nicht. Der Herr Jesus Christus wird sich darum kümmern. Sicher? Also ich würde ihn dann zu dir schicken, weißt du so, weil ich würde ungern so mit solchen Leuten reden, so, weil das sind ja Sekten, du weißt ja, wie die drauf sind. So. Und das ist so ein Typ, der hat seine eigene Konfession gegründet. Er ist ein Sektenführer, weißt du? Ja, also so wie Mohammed, ne? Hey, guck mal, warum musst du immer auf den Islam draufgehen? Ich rede mit dir über Christentum, jetzt gehst du auf Islam. Warte doch mal, bleib doch mal hier. Du hast doch Sektenführer gesagt, du weißt doch. Ja, jetzt bleib mal kurz beim Christentum, okay? Sektenführer sind die, Amir, nicht ablenken. Da darf ich auch mal ein bisschen meine Meinung dazu geben, oder was? Du gehst immer auf den Islam, Alter, bleib doch mal kurz beim Christentum. Ja, aber wir reden doch gerade über Sektenführer. Du hast gerade das Stichwort genannt
Und dann kam er direkt Mohammed im Sekt. Ja, okay, schön für dich. Okay, für dich ist mein Prophet ein Sektenführer. Okay, schön. Okay, wow. Jetzt kannst du mir sagen, debattierst du mit dem, würdest du mit so einem debattieren, ja oder nein? Wenn nicht, dann schicke ich dich nicht, schicke ich den nicht zu dir. Was soll ich denn mit diesen Leuten reden? Was glauben die denn? Was wollen die denn? Wollen die Deutschland verändern oder was? Ja, Bruder, er hat schon 4 Mitglieder bei sich, Bruder, ja? Viele Mitglieder? 4 Stück. Er hat schon 4 Leute, die ihm folgen. Ja, das ist eine Menge. Also mit 4 kannst du schon mal was reißen, ne? Ah ja, Amir, aber wenn du deine Sekte gründest, dann wäre es noch besser, ne? Was? Ja, wenn du deine Sekte gründest, wäre es genauso gut, hä? Ja, genau. Ich muss mir so eine Sekte gründen wie Mohammed und mir einen Vorteil davon. Ja, jetzt geh nicht auf den Islam, meine Güte, Amir. Ja, was ist los mit dir? Ich danke dir von ganzem Herzen für Camelo reden, ne? Dankeschön. Ciao. Hi, Amir. Grüß dich. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Auch so. Ich wollte dich fragen, wieso hat ist so eine Mohammed, ne, aus der Wüste mehr erfolgreich in seinen Taten wie deine Gott? Wie meinst du das? Also, der hat den Götzendienst komplett abgeschafft, ne? Und deine Gott hatte 600 Jahre Vorteil und trotzdem hat er nicht geschafft. Immer noch seine Nachfolger haben diese Steine. Warum hat er Steine geküsst? Ja, weil das steht in Offenbarung, ne? Und warum Offenbarung 2. Moment, im Offenbarung steht, dass dein Gott ein Stein ist. Also kennst du die Bibel? Warum ne? hat er den Götzendienst abgeschafft, okay, wenn er Steine küsst? Offenbarung. Warum hat 4, er den Götzendienst abgeschafft, weil er Steine küsst? Offenbarung 4,3 steht, dass deine Gott ein Stein ist. Ja, deine Mohammed hat Steine geküsst. Ja, weil das steht in deiner Bibel, verstehst du? Meine Bibel steht nicht, nein. Doch. Dann lesen wir Offenbarung 4,3, komm. Ja, lies mal Offenbarung 4,3. Ja, okay, ich lese dir vor. Ja, lies mal vor. Guck mal. Ja, und der da saß, sah auch wie ein Stein, Jaspis und Sardis. Was? Also, deine Gott ist ein Stein. Willst du mich gerade verarschen, oder was? Nein, lesen wir bitte Offenbarung, Kapitel 4, Vers 3. Hast du wieder zu viel Camelo gezogen? Ja, da können die Leute dir das bestätigen. Offenbarung 4, 3. Hast du Camelo getrunken, habe ich dich gefragt? Nein, aber du kannst doch nachlesen. Hast du wieder den Stein in Mekka rumgelutscht? Da hast du ja Zugang zu Internet. Ja, Offenbarung 4, 3. Hast du Bakterien abbekommen, mein Lieber? Moment. Moment. Der ist besoffen. Ist das krank, ey. Da sagt der Mohammed ist gekommen und hat deine Götzendienst aufgelöst. Dann frage ich mich allen Ernstes, aber der hat doch weiter Steine geküsst. Ist das kein Götzendienst? So fertig sind diese Leute. Das ist so krank, ey. Das ist so traurig. Und dann macht er noch. Du glaubst immer noch, dass das steht im Offenbarung? Mein Lieber, glaubst du das immer noch nicht? Mein Lieber, lass uns mal Offenbarung 4,3. Kannst du mal leise sein, einmal? Deine Gott. Kannst du ganz kurz leise sein? Bitte. Ey, das ist heftig. Der redet einfach weiter, der Typ. Der redet einfach weiter. Okay, bitte redest du erstmal. Du hast doch gerade eben gesagt, dass Mohammed gekommen ist, um Götzendienst aufzulösen. Dann frage ich genau, mich, und er hat das geschafft, aber deine Gott hat das nicht geschafft. Bitteschön. Du bist gerade hier reingekommen, hast gesagt, Mohammed ist gekommen, um deinen Götzendienst aufzulösen. Und dann fragen wir uns allen Ernstes, wenn der gekommen ist, um Götzendienst aufzulösen, warum ist er dann dort hingegangen, um einen Stein zu kritzen, mein Lieber? Einen Moment, ich habe dir erklärt. Jetzt erkläre ich dir das nochmal, ja? Im Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17. Warum Mohammed ja, ich erkläre dir. Ja, genau, deswegen, ich erkläre dir das. Du Offenbarung, diese Bibel rennen, 2. Du Kapitel, Vers 17, der Stein ist schon weit. Ist das kein Götzendienst? Dann im Offenbarung 4, Vers 3 steht, dass der oben saß, das ist der Gott, und der sah aus wie ein Stein, der Jaspis und Sardis ist. Ja? Verstehst du? Biblischer mein Gott lieber, ist ein Stein. Mein lieber, ja? Mein lieber. Okay. Warum hat Mohammed er war erstmal weiß in Offenbarung 2,17, der war weißer Stein. Dann ist er hier
wahrscheinlich schwarz geworden, weiß ich nicht. Kannst du mir bitte das erklären, warum das so steht? Warum sagt Omar Ibn al-Khattab? Nein, wir sind jetzt erstmal bei Bibel. Das sollst du mir bitte erklären, warum der biblische Gott, warum ist der biblische Gott ein Stein? Erklär mir bitte. Warum ist der biblische Gott ein Stein? Du sollst nicht die ganze Zeit in mein Wort fallen. Ja, warum bist du nervös? Weil du die ganze Zeit in mein Wort fällst. Kannst du mein normales Gespräch? Nein, guck mal. Ja, klar. So, Tito, du sollst nicht einen Menschen verteidigen, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat. Verstehst du? Das ist Kindesmissbrauch. Du sollst Jesus Christus folgen und das ihm als okay? Guck mal. Ich habe schon sehr oft mit dir geredet. Du bist ein Kapitelfetischist, ja? Guck mal. Und legst die Bibel Offenbarung. Ganz falsch aus. Kapitel 2, Vers 17, Tito. Der Stein ist weiß. Hast du der gesehen, Stein ist weiß. Offenbarung 4, 3. Tito. Der Stein ist über Bibel. Da, der Tito. Deinen auf. Prophet Mohammed. Also, ist der Gott. Deine Mohammed, also. Tito, deine Mohammed hat Steine gekühlt. Und Omar Ibn al-Khattab hat gesagt, okay. Dieser Stein ist wertlos. Soll mir jetzt durch die Bibel... Tito, mein Brate. Tito, Brate. Omar hat gesagt, Stein wertlos. Du hast doch selber gesagt, dass das nicht steht. Warum hast du gesagt, dass das nicht in der Bibel steht? Also, du kennst diese Stelle nicht. Guck mal. Sinnlose Stein. Tito, bitte nichts, Pilger nach Mekka. Weil das in der Bibel steht. Tito, ich muss nicht kommen auf dieses Niveau. Tito, bitte, ich helfe dir. Omar hat gesagt, okay, guck mal. Omar, dieser gute Mann von dir, dieser Sahaba. Aber ich würde dir doch mehr stellen, wenn du willst, über dem Stein, ja? Warum küssen diese Stein? Ist wertlose Stein, Tito. Weil das in Bibel stand. Tito, bitte, nichts machen, Becker, Pilgerreise und küsst den Stein, Tito. Weil das in Bibel steht. Tito, nein, verstehst du das nicht? Du musst den Pilgern irgendwohin doch, und Stein. Das steht hier. Mohammed steht hier. Soll ich dir lesen? Mohammed hat Götzendienst übernommen von Sabea. Die haben soll ich dir das zeigen? Tito, wie in der Bibel steht? Bitte nichts, Pilgern, Mekka und diese Stadt. Nein, okay. Kannst du bitte vorlesen? Offenbarung 4, 3. Wir müssen runterkommen auf diesem Niveau. Ja, Tito, gut. Dann lesen wir bitte vor. Tito, ja, lesen wir 4, 3. Komm. Omar, Tito, Omar hat gesagt, also, Stein du nicht lesen? Willst du nicht lesen? Tito, warum du gehst nach Mekka und küsst den Stein? Willst du nicht Bibel lesen? Hast keine Lust? Tito, willst du nicht Sahih Bukhari lesen? Tito. Ja, wir können direkt danach Sahih Bukhari lesen. Kein Problem. Komm. Ich bitte dich, du musst lesen Sahih Bukhari. Sahih Bukhari helfen dir. Du verstehst, Omar sagen, nein, du bekloppt, du musst nicht küssen Stein. Für Stein, wertlose Stein. Oder kannst du mir erklären, warum zum Beispiel dein Tito, Gott sagt im Jeremia 14, 17, dass er die ganze Stein. Tag und Nacht Tito, weint? Tito, Brate, kannst du erklären, warum gesagt Omar gesagt wertlose Stein, warum du küssen diese? Weil das ganze Zeit in der Bibel steht, dass der Gott ein Stein ist. Omar hat gesagt, Tito, das steht Brate, doch in Bibel. Nichts, Pilgernmecker. Soll ich dir sagen, die Stellen? Tito, bitte komm nicht nach Mekka pilgern, um wertlose Stein zu küssen. Tito, du musst zu Jesus kommen. Jesus ist wahrhaftiger Eckstein. Ah, Eckstein. Eckstein. Auch noch. Genau. Ja, dann passt das alles zusammen. Genau wie du, Tito. Dann passt das alles zusammen. Du musst wieder zurück zu deinem Ursprung, Tito. Du musst kommen zu lebendigen Gott. Wollen wir sehen? Wer fähig ist, deine Sünde zu tragen und nicht Stein. Diese wertlose Stein in Mekka. Aber das steht doch in Bibel, dass der Gott, Tito, der biblische Gott ist ein Stein. Was machen wir jetzt da? Du darfst dich pilgern nach Mekka Kamelurin trinken, Tito. Bitte, ich mache Sorgen um dich, Tito. Das steht ja nochmal. Guck mal, bei Jesaja steht ja nochmal, dass der Gott Stein ist. Wir müssen die Bibel folgen. Bitte nichts nach Mekka pilgern, Tito. Okay. Du musst doch verstehen, wenn dieser Stein nicht deine Sünden aufsaugen kann. Omar, aber guck mal. Stein. Weißt du warum? Weil steht hier im Jesaja 6, Vers 7,
dass der Stein Oma, die Sünden vergibt, oder nicht? Nein, Tito, bitte, warum sagen Oma diese, okay. diese Sache? Ich lese ich dir jetzt. Ich habe große Sorgen um dich. Ich denke, du reist nach Mekka und dann küsst so, du den ja, Stein. Okay. Und dann okay. auf einmal, du denkst, deine Sünden sind weg, aber das Jesaja, Jesaja 6, 7 sagt er, da berührt er meine Lippen und alle meine Sünden waren verschwunden. Das steht in der Bibel. Das steht in der Bibel bei Jesaja. Opferungen gemacht. Da berührte das meine Lippen. Oder ein Mund von Jesaja gehalten. Und Sünde war weg. Tito, aber Thomas ja. Al-Fatab sagt, diese Steine in Mekka. Ja, die haben da wahrscheinlich diese Bibel nachgemacht. Tito, ja? bitte nichts pilgern Mekka. Du musst hören auf Dr. Sheikh Abu Hamid. Jesaja 6, 7, da soll man hören. Du willst Kinder heiraten, ich weiß. Tito, du willst Kinder heiraten. Deswegen, du bist in Israel. Nee, ich will die Rebecca. Ich will die Rebecca. Rebecca ist drei. Rebecca ist drei. Eine große gelehrte Fatwa gegeben, Brate. Ja, Rebecca drei. Ein bisschen warten. Brate, oh. War die Rebecca drei? Jetzt komm, sag mal, war die Rebecca drei? Eine schöne Baby. Komm, soll man das beweisen, dass die Rebecca drei war? Brate, das ist eine sehr gute Religion. Jetzt raus mit dir. Kein Nerven auf dich. Antworte dem Tore nach seiner Torheit. Junge. Tito, bitte mach nicht diese. Du nichts pilgern Mecker. Dieser Stein ist wertloser Stein. Tito, danke. Unglaublich, ey. Was dieser Typ da sagt, das ist so unfassbar. Da muss man direkt auf sein Niveau herab. Das ist unglaublich. Hallo? Hallo, hey, ich liebe dich und ich muss dir ein paar Fragen stellen, aber ganz kurz, lass mich diesem Isus hier Musliman Typen antworten. Znaczy, prvo da ti kažem, da si ti jedna najgluplja osoba koju sam u životu vidio. Prva Rebeka nije imala 3 godine, dok je Aisha imala 6 godina. 6 godina i on je bio pedofil. Prvo to da ti kažem. Ti pratiš čoveka koji je ljubio Al-Hasanov kurac i pratiš čoveka koji mu je pljuvao u usta i s kim je imao French kiss. Znači, izvini, molim te. Ti pratiš čoveka koji je ubijao ljude, kojim je ljudima sekao ruke, bo oči i pratiš čoveka koji je, kojim je morala biti sperma oprana sa njegovih pantalona i tih kuraca i tako dalje. Pratiš čoveka koji je rekao da će pedofili, kad pričaš o pedofili, pratiš čoveka koji je rekao da će pedofili u raju imati decu, 72 dece, jebem te usta retardirana. Koliko su ti zapravo glupi? Ich musste ganz kurz. Nee, sowas will ich nicht nochmal, wenn du sowas sagst, ihr BMT und sowas. Tut mir leid. Jetzt habe ich aber ein paar wichtige Fragen, oder eigentlich eine wichtige Frage. Und das ist, ich habe in mehreren Videos von dir gesehen, dass du beispielsweise welche Hadiths zeigst und so, wo beispielsweise, du weißt diesen Hadith mit Al-Hasan, den ich meine, beispielsweise, und dann sagen die Muslimen, hey, das ist aber daif, bla bla bla, das ist nicht authentisch, weil da Lügner in dieser Kette sind. Und dann meintest du auch mehrmals in vielen Videos, dass es im Koran auch mehrere Lügner in der halt Sehr gut. Und ich wollte dich ganz kurz noch fragen, weil ich das im Internet nicht finden kann. Woher weißt du das? Und ja, okay, also ist das so, woher weißt du das? Was ist da passiert? Könntest du mir das bitte ganz kurz sagen? Ja, es gibt einige Begebenheiten in Mohammeds Leben, als er zum Beispiel die Beine von Al-Hasan gespreizt hat, die Rosine von ihm geküsst hat. Und wir wissen, was die Rosine ist. Und die Gelehrten sind sich uneinig, wen er jetzt die Beine gespreizt hat. Entweder Hassan oder Hussein. Und bei Hassan hat er natürlich die Zunge in seinen, du weißt schon was getan, in seinem Mund. Weiß ich auch. Ja, also du siehst, dass der Mohammed, diese Person Mohammed absolut nicht nachzuahmen ist, niemals nachfolgen sollte und ihn sofort als Propheten ablehnen müsste. Ja.
Aber ich warte noch ganz kurz. Meine Frage war, wer die Lügner in den halt Narrationsketten des Korans sind. In der Überlieferungskette des Korans kommen zwei Namen vor, die sehr wichtig sind und die ihr euch alle merken müsst. Das sind einmal Hafs und einmal Asim. Und die Gelehrten sagen über diese beiden, dass das zwei Lügner, Betrüger, also Erfinder sind von Hadithen, also die erzählen Lügen über Mohammed. Und die haben es in der Überlieferungskette des Islams geschafft. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, dass Mohammed gesagt hat, wer absichtlich eine Lüge über mich erdichtet, der wird seinen Platz im Höllenfeuer finden. Das heißt, die Muslime haben ihr Koran von zwei Lügnern und Betrügern, die ihren Platz im Höllenfeuer haben. Boom! Also einer heißt Hafs und der andere? Genau, einer heißt Hafs und einer heißt Asim. Deswegen ist der Islam auch dementsprechend korrupt und kaputt. Mein Bruder, das wollte ich ganz kurz noch fragen und ich liebe dich. Ich dich auch, mein Lieber. Aber nächstes Mal nicht mehr diese, du weißt schon, was sagen. Ne? Das war wirklich so ein Depp, ne? Also, wirklich jetzt. Ich habe ein bisschen auf sein Niveau habe ich gesprochen. Ja, ja, genau. Habe ich auch bemerkt. Okay, auf jeden Fall lasse ich dich dann mit den anderen reden und vielen Dank für deine Zeit. Okay. Bye, bye. Hallo? Bye, bye. Jetzt hab ich voll die... Ex-Muslim, alles klar, Ex-Muslim. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dir auch, mein Freund. Ich wollte dich was fragen, und zwar, du bist ein Ex-Muslim, ne? Warum redest du nicht, warum du zum Ex-Muslim, zum Christentum gegangen bist und den Muslimen alles schlecht redest und jeden Punkt sagst, das ist falsch, das ist nicht richtig, das sind die Muslime und dann lachst du dich darüber kaputt. Warum bist du zum Muslimen, Ex-Muslim, zum Islam, zum Christentum übergegangen? Warum? Hast du getrunken? Warum redest du nicht darüber? Hast du getrunken? Nein. Du hörst dich an, als hättest du dir eine Wodkaflasche reingeballert. Nein, leider nicht. Ich habe einen Joint geraucht, ja. Aber darum geht sich das nicht, Bruder. Du sagst, du bist Ex-Mus. Nein, Bruder, hör mal zu. Jetzt lass mich mal ausreden. Du lässt keinen auf. Kommt der besoffen hier rein, ey. Hab mal ein bisschen Anstand, Mann. Kann doch nicht wahr sein, ist ja voll am Leihen. Ex-Muslim, warum redest du nicht über Christen? Warum musst du da... Über Islam. Aber der hat kein Problem damit, dass der Allah die Christen beleidigt, von ihnen Schutzgeld verlangen möchte, dass er sie als Najis bezeichnet, als das Schlimmste vom Tier und alles, ey. Damit haben die alle kein Problem, aber die haben mit mir ein Problem, weil ich die Wahrheit sage. Und etwas denen vorlese, was in den islamischen Schriften steht. Schau dir das mal bitte an. Mit Allah und seiner Religion haben die alle kein Problem. Aber mit Dr. Sheikh Abu Ameh, der das Ganze dann dementsprechend vorliest und sagt, Leute, schaut euch mal diesen Wahnsinn an. Damit haben wir ein Problem. Absolut krank. Absolut krank. Oh, Kamelorin, gebe ich dir heute, damit dein Gehirn Ali. Ist das ein Typ? Kamelurin, das ist das schönste Getränk der Welt. Kamelurin, nicht zu ersetzen und euch zu bezahlen für kein Geld der Welt. Das ist das Heilmittel, worauf wir alle gewartet haben. Trinke ganz schnell und lass es dir sowas von schmecken. Gänsehaut. Immer wenn ich fertig bin, ihr Lieben, dann müsst ihr alle schreiben, Gänsehaut. Damit das auch richtig fruchtet.
Meine Songs, die gehen richtig an die Decke. Gänsehaut. Ah, Mann. Gott segne euch und eure Familien, ihr Lieben. Vergiss niemals euren Humor. Lasst niemals zu, dass euch jemand beraubt eure, ja, eurer Gnade in Christus. Ne? So, ihr Lieben. Wer ist denn hier noch so alles drin? Camilo. Der beste Song aller Zeiten. Inshallah. Inshallah, mein Lord. Inshallah. Oh, und. Was machst du Hallo? Da? Hallo? Was war das? Nee, das ist, ja, wolltest nee, du die Kumbaya, mein Lord, singen, oder was? Ja. Kumbaya, mein Lord, Kumbaya. Kumbaya, mein Lord. Hol mal die Gitarre raus, mach mal hier Feuer. Und hol mal die Gitarre raus, du. Ja. Ja, die Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ne? Ja, wunderbar, auch mit dir. Okay. Das war's? Ja, nee, ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar an die Muslime, die hier reinkommen. Das macht keinen Sinn, wenn ihr mit ihm argumentiert, weil der ist einfach 10 Level über euch, deswegen, ja, würde ich es lieber sein lassen. Ja, sehr gut, guter Tipp. Jo. Okay, mach's gut, mein Lieber. Gott segne dich. Mach's gut. Danke. Danke. Gott segne, Bruder Mirelis. Ragane. Gott segne. Ja, Bruder, das ist ja das Problem bei uns Balkaner, also damals im Balkan, wo die haben alle vergessen, dass der Osmanische Reich damals kam, die haben ihre Kinder irgendwie vergewaltigt, die Müttern, die Tanten, die Töchtern und. Was ich dir sagst. Ja, ja, klar, natürlich. Und die haben vergessen, dass sie früher Christen waren, ne? Und auf einmal sind die osmanisch geworden, Muslime geworden, die haben das vergessen, woher die kommen. Das ist leider so. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal zu Jesus wiederfinden. Und wir sollen die alle vergeben und für die auch beten. Sowieso mache ich das, Bruder. Ne, leider, dass es diesen so auf so einen falschen Weg, ne, und hoffentlich kommen sie auf den richtigen Weg, ne. Ja, die sind ja halt so, wir haben ja die ganze Zeit Probleme mit solchen Leuten im Balkan, ne. Die sagen ja, die sind ja Muslime, aber das sind ja keine wahren Muslime, so wie ganz Albanien, ne, damals, das war alles Christentum, das war alles Katholiken damals, so ja. Wie die Bosnier, ne, das waren alle Orthodoxen und, ja. Und, ne, und dann hoffentlich, die finden den Weg wieder. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Auf jeden Fall, wir müssen auch für die beten. Ja, Amen. Na gut, auf jeden Fall, du machst tolle Arbeit und Gottes Segen, Brudi. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Ciao, Mitch. Ciao. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke dir von ganzem Herzen, dass ich zu dir beten darf, Herr Jesus Christus, dass ich dieses Privileg genießen darf, deinen Namen hier überall kundzutun, Herr Jesus Christus, und dir zu dienen, Herr. In meine Seele lege ich in deine Hand und wir legen unsere Seele in deine Hände, Herr Jesus Christus. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns führst, lenkst und leitest in unserem Leben und uns die Kraft gibst, immer weiterzumachen, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint. Aber wir möchten niemals aufgeben, denn dein Name steht über allen Namen und in deinem Namen werden wir weiterhin diesen Dienst weitermachen, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, jeden Einzelnen hier drinnen zu segnen, Mythen zu beschützen, die Familienmitglieder, die ganzen Muslime, die hier drinnen sind und das hören auch diejenigen, die drinnen waren, Herr, die ganzen Beleidigungen, Herr, vergebe ihnen und halte du bitte deine schützende Hand auch über sie und ihre Familien, Herr Jesus Christus. Bitte öffne du das Herz dieser Menschen, Herr, und lasse sie deine Herrlichkeit spüren, Herr, deine wundervolle Art und Weise, Herr, wie wundervoll du eigentlich bist, dass sie dein herrliches Licht erkennen und dein wundervolles Wort lesen, Herr Jesus Christus, und Gemeinschaft mit dir suchen. Dass sie auf die Suche nach dir gehen, dem Hirten Israels, Herr. Du bist der Hirte und wir deine Schafe, Herr Jesus Christus. Du lässt die 99 beiseite, um auf die Suche nach dem einen zu gehen, Herr, weil es das wert ist, Herr Jesus Christus. Danke, Herr, dass du uns gesucht hast, Herr, und uns zu deiner Herde zuzählst, Herr Jesus Christus. Danke, Herr, dass du so ein wundervoller, wunderbarer Gott bist, Herr.
Wir beten für alle Muslime, Jesus Christus, dass du ihnen wirklich auch Trost schenkst in ihren schwierigen Zeiten, Herr. Dass du ihnen die Möglichkeit gibst, dass sie dich erkennen, Herr Jesus Christus, den einzig wahren, den wahrhaftigen. Herr, wir beten auch für unsere Geschwister, die jetzt gerade wieder das Schlimmste vom Schlimmsten durchmachen, Herr Jesus Christus, wovon wir jetzt gar nichts wissen. Aber du das alles siehst, weil du jede einzelne Sekunde ihres Lebens siehst, Herr Jesus Christus, was sie für dich durchmachen. Bitte lass uns niemals zu denen gehören, die schweigen, Herr, sondern immer die Wahrheit verkünden, selbst wenn es unser Ende sein sollte, Herr Jesus Christus. Stärke uns, stärke auch die Geschwister in den islamischen Ländern, Herr, dass sie diesen Wahnsinn aushalten, Herr. Und wenn die in die Ewigkeit gehen, dass sie in deine Herrlichkeit eingehen, Herr Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, der das jetzt hört, dass du ihnen im Buch des Lebens ihre Namen verzeichnet hast, dass sie auf dem Weg sind zum ewigen Leben, und zwar in deine Herrlichkeit. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Ja, hi, da bin ich wieder. Guten Tag, alles klar? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke schön. Hör mal, ich wollte dich noch fragen, du bist vom Ex-Muslim zum Christentum gewandelt, ne? Also das heißt, deine Mutter, dein Vater, dein Onkel, Schwester, Onkel, Oma, Opa sind alle Muslime, ne? Okay. Nein, was sagen deine Familie dazu, dass du zum Christentum gegangen bist? Ich bitte dich. Ich habe keinen Nerv jetzt, diese auf Besowski-Kopf. Ah, da hast du keinen Nerv mehr. Aber die Muslime schlecht zu reden, hast du Nerv dafür. Wenn zum Beispiel Allah jemanden schlecht redet, nein. Beantworte meine Frage. Du machst immer jeden Muslime schlecht. Du lässt keinen ausreden. Oder vor allem Muslime. Das geht absolut nicht. Mir kommt das so vor, als wäre ich in der Kneipe. Kennst du, der sitzt dann so neben dir mit seinem Bierchen oder was, der guckt dich so an. Ja, aber letztes Mal hast du voll die komischen Sachen gesagt und dann versuchst du dich zu erklären und der ist immer noch die ganze Zeit. Ja, aber ich hab doch gerade eben. Nein, aber du hast es immer noch nicht begriffen und das letzte Mal hast du das so gemacht und das kann ich so nicht dulden und das war einfach nicht in Ordnung und da hat der Manni auch letztes Mal zu dir auch gesagt und das war nicht schön und. Wieso machst du das? Ja, aber ich habe das noch gar nicht getan, aber das war jemand anderes und ich wollte das auch gar nicht und dementsprechend. Nein, und du hast mich gar nicht verstanden und der Manfred hat das eindeutig gehört. Ihr habt den Spaß eures Lebens, ne? Und ich muss mir das alles geben. Ich würde auch gerne mal da sitzen und mich bespaßen lassen, ey. Ist das heftig, ey. Ihr seid so heftig, ey. Ich müsste eigentlich hunderte von Euro nehmen. 4 Euro für Fragen. Das kannst du keinem erzählen, ey. 4 Euro für Fragen. Oh, Jesus Christus, was ist bloß los mit den Leuten? Das ist unglaublich. Sie versuchen, so gut es geht, diesen Wahnsinn zu erklären, aber wenn jemand mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht, dann merkt er doch, komm Leute, irgendwo gibt es doch eine Grenze der Lächerlichkeit. Du kannst doch sowas nicht mehr verteidigen, Mann. Oder sowas versuchen zu erklären und dann auch noch zu lügen. Oder Tauhid widerlegt uns alle mit seinen Versen aus Talmud. Ja, genau. Der heilige Bernhard. Heilige Bernhard wurde von Maria gestillt. Was ist dein Begriff? Die Quelle? Ein Google-Bild. Absolut geisteskrank. Wollte sich Hamdi nicht mit dir treffen? Ja, damit ich ihm seine Barthaare färbe in Gelb. Hä? Bist du nicht verflucht? Damit er endlich die Farbe bekommt, die Mohammed auch getragen hat, nämlich Gelb. Seine ganzen Klamotten, alles war Gelb. Boah, ich dachte, Bart färben oder so ist seine Sünde, oder nicht? Ja, wenn du schwarz färbst, alles ist erlaubt, aber schwarz nicht. Und die Gelehrten
durch Ibn Abbas, der eine Überlieferung bringt. Der Mohammed hat gesagt, derjenige, der seine Haare schwarz färbt, der wird ins Höllenfeuer landen. Was ein gerechter Gott. Ja, das ist eine Katastrophe. Aber Islam ist schon Cheatcode. Musst du ein bisschen Pilgerfahrt machen, schwarzen ja, Stecken. Genau, ein bisschen Cheatcode bei GTA. Egal, Bro, einfach in Mekka beten, Bruder, dein Gebet zieht hundertfach. Oder hunderttausendfach, Bruder, keine Ahnung. Gott segne dich. Mach's gut. Gottes Segen, Amin. Gottes Segen, Tschech, Tschakjeje, Otto. Ja, Amir, ich wollte nur das sagen, ob die Leute checken das nicht. Warum die sagen, du beleidigst die Leute, wenn du lest nur. Weil, weißt du was, da sind viele Christen, die haben kein Bibel gelesen. Die sind nur vom, weißt du, vom Familie, weil die sind geboren in dem, die lesen das nicht. Und wenn das irgendwo ihm nicht passt, auf einmal sagen, ja, das ist schlecht übersetzt oder wir nehmen das nicht an oder sowas. Warum die sagen, Beleidigung ist was, wenn du wärst irgendwo von anderer Stelle, wo überhaupt dort nicht steht, da kann ich sagen, ey, du beleidigst mich, weil das ist nicht in meinem Koran. Aber wenn das ist im Koran, was heißt es Beleidigung, wenn du das liest? Was ist Beleidigung? Ja, wenn die sagen, dass ich ja so hetzen würde oder beleidigen würde, dann heißt das, genau, dass das, was ich vorlese, eine Beleidigung und Hetze ist. Wahnsinn. Ja, ja, du hetzt oder sowas. Das ist keine Hetze, Leute. Dass der Mann, das Mann euch irgendwo klar macht, was ist eure Koran, was da steht alles. Leute, ihr müsst irgendwann verstehen. Und dann ist der Vorgänger hat gesagt, ob das ist wirklich die alle Muslime irgendwo IQ 17 oder 20 haben. Also das ist unglaublich. Warum, wenn jemand da irgendwo sagt, oh, Amin hat mich heute beleidigt oder so, lest mal im Koran, ob das wirklich so steht. Und dann kannst du nächsten Mal kommen und sagen, ja, du hast mich beleidigt oder nee, du hast recht. Also Leute, bitte nehmt euch irgendwo zusammen. Und sag mal nicht, dass jemand beleidigt. Oder Beleidigung ist das, wo ihr Muslime sagen, dass da wie heißt jetzt wieder, wo war 3 Jahre, die Rebecca war 3 Jahre. Das ist Beleidigung, wo da nie irgendwo steht. Ja, das ist lächerlich. No. Ja, also, anscheinend war Rebecca natürlich Arnold Schwarze Rebecca. Verstehst du? Arnold Schwarze Rebecca. Nee, Amir, so wie du das machst, also... Und Kamele trinken, 20 Kamele, 200 Amir. Liter Wasser tragen. Amir, ich Liter ein Kamel trinken. Ah. Amir, was ich will als Letzte sagen, ich weiß jetzt nicht, woher hast du das Kraft, dass du hundertprozentig von Gott, weil nicht jeder Mensch kann sowas machen. Ich wäre nie in Liebe, ich könnte Bibel 20 Mal lesen, aber ich könnte nicht irgendwo Verse sagen. Weißt du, ich kann nicht irgendwo ja, von... Ja, wenn du dir die ganze Zeit das immer durchliest, dann hast du das in deinem Kopf drin. Weißt ja, du? Okay, gut, aber 2 oder 3 Bücher im Kopf habe, das kann nicht jeder. Und da ja, ich sage, euch Leute, also Amir, macht es weiter, weil Zeit ist auch schon, also ich sag euch Leute alle, das Zeit ist schon, also näher, wo der Jesus kommt, zweites Mal. Also das ist schon, da seht jeder Mensch. Jeder Mensch sieht das alles. Das kann nicht fast glauben, was die Regierungen mit den Leuten machen. Die sagen immer, das ist unglaublich, das kann nicht wahr sein. Also doch, kann das wahr sein. Also die machen weiter. Und es wird immer schlimmer, Leute, da wird nicht besser. Und die Leute, wo kommen noch zum Gott, die sind gerettet. Und irgendwann sage ich euch, irgendwann wird Schluss mit der Gnade. Ob das wird in einem Monat, in 2 Monaten oder in einer Woche, dann ist Schluss. Wenn du auch auf die Knie gehst, ist vorbei. Ist vorbei. Und die Gnade weiß keine von uns, wie lange dauert es. Aber ich meine, so wie das in unserer Welt vorgeht, das ist auch nicht viel Zeit. Dass die umkehren. Leute. Okay, also, danke, Jinkuya. Also, bitte, Jinkuya, Brosche. Okay. No, schmeiß mich weg. Ciao, Otto, danke, ciao. Tschüss. Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Grüß dich auch so. Du, hör mal eine Frage. Ich bin ja an sich komme aus einer christlichen Familie, bin selber Christ, hab selber sehr, sehr oft Auseinandersetzungen gehabt, auch mit Muslimen, so ähnlich wie bei dir. Ja.
Es gibt eine Frage, die mir gestellt wird von Moslems, wo ich leider raus bin, deswegen wollte ich Rat holen. Ja. Das ist nämlich immer, wenn Rebecca angesprochen wird. Da muss ich sagen, bin ich argumentativ immer raus. Ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, worauf das bezogen ist und weiß nicht, ob du mir da helfen könntest. Einfach mal zu erzählen, was das für eine Hintergrundgeschichte überhaupt hat. Ja, also das Problem ist, dass ein jüdischer Rabbi etwas ins Leben gerufen hat, womit er so gezeigt hat, dass Rebecca 3 Jahre alt war. Aber die zitieren den Rabbi falsch. Der Rabbi hat niemals gesagt, dass die Rebecca 3 war. Die Muslime sind noch nicht mal in der Lage, einen Rabbi richtig zu lesen und zu deuten. Das ist das Problem. Wenn wir aber uns das Problem angucken mit Rebecca, so wird das Problem noch krasser. Und zwar dieses, dass Rebecca mit erwachsenen Männern so redet, wie eine erwachsene Frau mit einem erwachsenen Mann redet. Verstehst du? Und ein 3-jähriges Kind kann ja nicht so Gespräche führen oder Konversationen führen. Was ist das denn? Was ist denn die Quelle? Beziehungsweise wo kommt denn das überhaupt her? Ja, das sage ich ja, das ist von einem Juden ins Leben gerufen worden, der falsch von Muslimen zitiert wird. Der heißt Rashi, Rabbi Rashi. Und er sagt niemals, dass Rebecca 3 war. Das ist das Problem. Du kannst in die Schriften von Rashi gehen und dann siehst du, dass da dort nie steht, dass Rebecca 3 war. Das ist das. Sie zitieren das also falsch. Aber was das Ganze noch krasser macht, ist die Tatsache, dass Rebecca Wasserkrüge getragen hat und Kamele getränkt hat. Und du musst mal googeln, wie viel ein Kamel trinkt. 200 Liter und da waren mindestens 10 bis 20 Kamele. Und da gab es nicht so mal eben Wasser, so vielleicht ein paar Meter daneben. Nein, sie musste also so hunderte von Metern zum Brunnen laufen, um die Wasserkrüge voll zu machen, um ein Kamel zu trinken. Jetzt frage ich dich aus dem aufrichtigen Herzen, auch die Muslime, wenn ihr also ein 3-jähriges Kind, also Rebecca 3 Jahre alt war und ein Kamel trinkt, das 200 Liter trinkt, wie oft ist denn Rebecca hin und her gelaufen für ein Kamel? Schafft das eine 3-jährige? Also komm, ich bitte dich, irgendwo gibt es eine Grenze der Lächerlichkeit. Ja, ja. Aber nee, alles cool, dann weiß ich wenigstens. Arnold Schwarze Rebecca. Sie hieß Arnold Schwarze Rebecca. Arnold Schwarze Rebecca. Nee, aber Bruder, danke, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich lesen soll oder wo ich mich informiere. Was hast du gesagt? Rashi heißt er. Rashi heißt er. Dieser Rabbi heißt Rashi und du kannst in seine Schriften reingehen, da kannst du es herausfinden. Auch der christliche Apologet hat auch ein Video dazu gemacht. Es gibt viele Leute, die dazu Videos gemacht haben. Sie muss ungefähr 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Also das passt okay, niemals, gut, alles klar. Das ist 3 Jahre alt. Das ist Quatsch. Ich küsse dein Herz, ja. Zum Abschied nochmal wirklich, man muss... Einfach, man muss nicht aber mal auf dich. Wenn die sowas sagen, dann sollen die dir auch zeigen, dass Rebecca gesagt hat, ich war 3 Jahre alt. So wie wir zeigen, dass Aisha gesagt hat, ich war 6 Jahre alt. Verstehst du? Wenn wir sagen, Aisha war 6 Jahre alt, dann zeigen wir das aus der Schrift, weil sie es selber sagt, in der authentischen Schrift. Aber wenn die Muslime sagen, sie war 3 Jahre, die Rebecca, haben sie keine gewisse Zahl, die genannt wird. Das ist das Problem. Das ist alles Spekulation. Okay, gut, ich danke dir. Auf jeden Fall hast du mir weitergeholfen. Ich weiß jetzt, wo ich gucken muss. Ja, genau. Merk die Arnold Schwarze, Rebecca. Ja, ja, ja. Wie gesagt, man muss wirklich nicht dich verfolgen oder auf dich hören. Islam, das ist wirklich Satanismus. Und das, ich verstehe es nicht, weil das ist so offensichtlich in so einem Ausmaß, wie blind manche Herzen manchmal sind. Natürlich. Du hast es zu tun mit einer absoluten Täuschung. Der Islam ist nichts anderes als eine Täuschung. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Alles klar, du hörst mich noch vor. Mach's gut, ciao. Jo, tschüss. Ja, also nochmal, das ist heftig, ne? Da muss ich immer wieder an das Lied denken. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes. Rebecca, I'm unstoppable. Und dann siehst du, wie sie auf einmal mit ihrer ganzen Muskulatur diesen Weg läuft. So ein kleines Kind mit Arnold Schwarzenegger-Muskeln Krüge trägt, voll macht mit Wasser, hinläuft, Wasser wieder ausschöpft, wieder hinläuft, Wasser. Und dann hörst du dieses Lied. I'm unstoppable, I'm a Porsche. Damals gab es das Lied natürlich, damit diese Motivation kam.
Oh, Herr Jesus Christus, habe Gnade an diese Muslime, habe Gnade an ihnen, Herr. Ich bitte dich, öffne du ihre Augen. Ich bin nicht in der Lage, Herr. Ich bin nicht in der Lage. Nur du, König aller Könige und Herr aller Herren, nur du kannst ihre Augen öffnen. Diese blinden Augen. Matthäus 13, 13. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Blind sind sie. Warum? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Ami, du hast das letzte Mal gesagt. Ami, der macht immer seine Show, der kommt immer rein, macht 5 Minuten seine Show aus. Das kommt, das ist die Nachwirkung von Kamelurin. Du hast gesagt, du hast gesagt, du hast viel gesagt. Bitte, warum du magst so? Warum du magst so? Du hast viel gesagt im Klo. Ich bin kaputt. Ja, ja, ja. Oh, danke schön. Boxerei. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank für die ganzen Geschenke. Möge der Herr Jesus Christus euch das Doppelte und Dreifache und Zehnfache geben, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Gott segne jeden Einzelnen. Auch für die, dass die tippen und liken und teilen und machen und tun. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gott segne euch alle. Gott segne uns alle. Wundervoll. Gott segne dich, Bruder Amir. Auch diesmal, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder, dich natürlich auch. Ja, ich wollte noch einmal eine Sache in den Raum werfen. Das Thema mit Rebecca, das kommt eigentlich gar nicht mal zur Debatte, weil das ist doch da steht doch nirgendwo geschrieben, dass sie 3 ist. Das ist so, das, weißt? Ja. Es gibt keine Zahl. Keine Zahl, die genannt wird. Kein Ja, ja, nix. So, ich weiß nicht, ob der ob die Muslime und der Widersacher sich das aus dem Gesäß herausgezogen haben oder so, ne? TikTok-sportlich? Ja, das wird auch sein. Jedes Mal, wenn sie dann ins Gebethocke gehen, da kommt der Satan und versucht dann, ANUS-Haare dann zu stehlen. Und er hört nicht damit auf, ehe er einen Furz hört. Unglaublich. Satan hört erst damit auf, bis er einen hört. Ja, original. Ja. Heftig. Das ist, ich denke mir immer so, auch mal ein albanischer Kollege, ne? Ich wollte ihn ja auch von Jesus überzeugen. Der sagt so, ja, aber Rebecca war doch da, ist so, zeig mir, wo das steht, ne? Und der ja. So, ja, das steht irgendwo, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Vers. Ja, super. Das steht irgendwo. Ja, ja. Was geht ab? Stell dir mal vor, ich würde so mit den Leuten reden. Ja, das steht irgendwo in deinem Koran. Das steht irgendwo bei deinen Propheten, hat das irgendwo gesagt. Ja. Die Leute würden mich auch auslachen. Die würden sagen, was labert der Arme da? Was für irgendwo? Geht man so in eine Diskussion rein oder was? Oder ne, wenn du dich schon mit dem Thema auseinandersetzt, dann musst du schon ein wenig wissen, wo was zu verzeichnen ist. Ja, ja. Und dann am Ende des Gesprächs, ne, hat er zu mir gesagt so, ja, aber das ist doch normal gewesen, dass man so jüngere Mädchen mit 6 und 9 Jahren geheiratet hat, ne? Und ich guck ihn so an, Bruder, ich dachte mir so, ne, ich bin im falschen Film. Ja. Ja, ich konnte Bösartigkeit in ihn raus, ne, das ist dann. Ja, ja, der hat das so akzeptiert, weil es hat, ich so, würdest du das selber machen? Er so, nein, aber da steht in mein, du weißt wo, ne, in seinem Koran drin. Ich so, ja, also du akzeptierst das, weil das da drin steht? Er so, ja. Das ist grandiose, wenn du die fragst, würdest du ein Kind heiraten, würden die sagen, nein. Ja, warum akzeptierst du dann, dass Mohammed ein Kind heiratet? Ja, bei ihm ist es was anderes. Wie bei ihm ist es was anderes?
kannst du so einem Menschen nicht folgen. Du selber würdest doch niemals ein Kind heiraten. Warum folgst du denn jemanden und nimmst ihn als Vorbild, der es getan hat? Wie funktioniert denn das? Ja, Bruder, ich würde lieber mir mein Leben nehmen, anstatt sowas zu machen, wirklich. Absolut bösartig sowas. Brutal, das ist einfach brutal. Ja, Bruder, also das, ich wollte halt nur das in den Raum werfen, so, ne, an alle Muslime, die hier drin sind. Da steht nirgendwo, dass Rebecca 3 gewesen ist. Schlag das aus euren Köpfen raus. Die war auf jeden Fall älter. Die hat Krüge getragen. Die war höchstwahrscheinlich ein Teenager, Alter, 18 Jahre alt oder so. Ja, Punkt. Ja, ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere sich Gedanken um diese lächerlichen Argumente macht. Das ist unglaublich. Ja, die benutzen das ja, so als Gegenargumentation, damit die Bibel kleinreden wollen. Aber mit einer Lüge kommst du gar nicht weit. Kommt und wird doch irgendwann entlarvt. So, Leute, wir haben fast die 500.000 erreicht, Leute. Die 500.000 machen wir noch voll, dann mache ich jetzt langsam mal gleich Schluss, ne, in ein paar Minuten. Denn Dr. Scherabam ist den ganzen Tag unterwegs, Leute. Ganzen Tag, ey, guckt euch das mal bitte an. Unglaublich. Löwe. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder, wirf mich einfach raus. Ja, okay, ciao. Ciao, ciao. Die werden direkt von Moderatoren rausgepfellert. Heftig. Ja, die Moderatoren passen ja auf. Amir, wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, Amir, danke, danke. Amir, du hast so einen Spruch mal rausgelassen früher. Ja. Den könntest du ab und zu mal wieder rauslassen. Ja, du unrealistischer, bildungsresistenter Intelligenzallergiker, ne? Was, Digga, dass ich das sagen wollte? Was? Dass ich das sagen wollte. Hammer Typ. Amir, ja. Die Verbindung von dir war ein bisschen weg, glaube ich, ja, keine Ahnung. Ja, du meinst den Satz, den ich damals gesagt habe. Ne? Ja, aber woher wusstest du das, dass ich das sagen wollte? Ja, ich weiß doch. Die Bill kam gerade zu mir, hat mir gesagt, ey Amir, der Junge, der will das sagen. Ja, ich weiß, ich wollte sagen. Denk schon, warum sagt er das? Naja, krass, krass. Ja, wir haben zuletzt mal über ein Thema gesprochen, aber das will ich jetzt mit dir nicht ausdiskutieren, weil wahrscheinlich wirst du jetzt gleich auch rausgehen wollen. Die Frage war eigentlich, warum, beziehungsweise ich will jetzt nicht so sagen, dass du jetzt hier irgendwie rausfliegst, aber es geht ja hauptsächlich um das Sunnitentum, ne? Also Sunniten halt, ne? Und genau, sobald du den Koran klar machst, hast du auch die Schiiten. Muss nicht mal in ihre Quellen reinkommen. Ich glaube auch an den Koran. Ja, schon klar, aber wenn man das so bedenkt, Amir, bei den Sunniten ist das ja so dieser Hauptthema Sunniten. Weil Schiiten und Aleviten, die mischen sich da eher nicht so ein in manchen Angelegenheiten. Eher so hauptsächlich Sunniten. Ja. Weißt du? Ja, die sunnitischen Werke sind natürlich sehr, sehr ausgiebig, ne, mit ihren ganzen Tafsiren und sowas. Ne. Richtig. Da hast du die Möglichkeit, das Ganze mal nachzuschlagen und herauszufinden, wie man solche Verse überhaupt deutet. Ne. Und die meisten Muslime machen das halt nicht. Ne. Weißt du, was mich ärgert bei den Sunniten, Bruder? Mich ärgert das, Bruder, dass die nicht so wie die, zum Beispiel wie die bei den Christen, die halten, okay, die haben auch hier und da ihre Meinungsverschiedenheiten. Aber die sind da nicht so krass beleidigt oder beleidigen sich gegeneinander wie bei den Sunniten jetzt. Wenn ein Sunnite jetzt merkt, ah, der ist Schiite oder Alevite, dann
Da fliegen die Fetzen. Da haben einen bösartigen Geist in sich. Ja, Mann. Ja, Mann. Und das merke ich selber als Alevite. Wenn ich habe mal selber den Test gemacht und habe mich so als frommer Moslem dargestellt und war mit diesen sunnitischen Gruppen dann auch dabei und so. Habe auch gesagt, ja, Alhamdulillah, Muslime. Okay, ich sehe mich als Alevite, sehe mich auch als Muslime. Das sage ich dir auch sehr oft, Amir. Mir ist es egal, wie die Leute das auch sehen. Aber als ich mich dann zu erkennen gegeben habe, fingen die an, mich zu beleidigen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Und das habe ich nicht verstanden. Wieso diese Doppelgesicht? Hast du schon mal sowas bei Christen gesehen, dass sie dich so Nein. Genau das meine ich ja. Warum ist das bei den Christen so, dass die Christen miteinander zusammen in dieser Situation normal diskutieren oder ausreden und was weiß ich was, aber bei den anderen, also bei Sunniten halt eben nicht so. Das verstehe ich nicht. Was soll man sagen? Es ist immer das Gleiche. Ja, selbst wenn ihr Prophet da selber beleidigt hat, dann weißt du doch schon, warum sie genauso sind wie er. Ich habe keine Ahnung, oder? Da gibt es irgendwie keinen Frieden. Die Sunniten haben weder Frieden mit mir, mit dir, mit irgendwen, auch immer. Sie haben mit niemandem Frieden, Bruder. Das ist das Problem. Ja, warum? Ja, weil warum? Sie nicht Friedefürst folgen. Wer ist denn der Friedefürst? Der Herr Jesus. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Diese Leute sind ja von der Welt. Warum haben die denn keinen Frieden in sich? Weil sie Jesus nicht haben. Ganz einfache Kiste. Wenn du Jesus hast, hast du Frieden. Wenn du Jesus hast, hast du Hoffnung. Wenn du Jesus hast, hast du Liebe. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Alles. Ich widerspreche dir auf jeden Fall nicht, ja, weil ich bin doch kein Konkurrenztyp oder so, auf gar keinen Fall. Aber was mich da halt irgendwie die ganze Zeit so ärgert, ist halt, dass die Sunniten sich halt irgendwo da so, wie soll ich mal sagen, ja, um mich herum sind alles Feinde, ja. So paranoid halt irgendwie so, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie schon mittlerweile alle so paranoid geworden sind. Das ist traurig. Das ist echt traurig, Bruder. Das ist echt, egal, was ich sage, Bruder, ja, wenn ich sage, ey, Bruder, guck mal, ich reich dir meine Hand, auch als Alevite, Bruder, ist egal was, reich mir auch deine Hand, da sagt er nein. Ja, weil du in seinen Augen ein Käfer bist. Richtig, genau. Wenn er dir die Hand gibt, gibt er dir die Hand nur mit der linken Hand, womit er sich den Hintern abbricht. Ja, das ist das Problem, Bruder. So heftig ist der Islam. Schau dir das mal bitte an. Also ich finde es einfach nur schade, ja, ich finde es einfach nur traurig, auch an alle Sunniten, die hier drin sind. Ihr könnt euch gerne mal die Dokumentation angucken, mein Bruder, der Salafist, die ist heftig, da könnt ihr euch mal angucken, da zeigt der Konvertit, wie der Islam, was er aus ihm gemacht hat, guckt ihr das mal bitte an. Ah, da gibt's vieles, Bruder, da kannst du hier und da sehen. Natürlich, da gibt's auch natürlich Christen, die zu Muslime wechseln und Muslime zu Christen wechseln, hier und da gibt es natürlich, aber... Welche Extremen das sind. Also die eine Seite, die vom Islam zum Herrn Jesus Christus findet, wird absolut liebevoller und sieht die Dinge mit ganz anderen Augen und hat ein ganz anderes Bewusstsein zur Sünde und zu seinen Mitmenschen. Sobald aber der islamische Geist jemanden befällt, du siehst auf einmal, wie ultra brutal er wird und die Sunna seines Propheten übelst ernst nimmt und anfängt auf einmal die Kuffar übelst zu hassen und sie dementsprechend auch zu behandeln. Das ist das Problem. Guck mal, Bruder, Amir, das Ding ist einfach so. Das ist das Problem. Das Ding ist einfach so, der steckt noch ein bisschen weiter. Wenn jemand Jesus Christus annimmt als seinen Herrn, wird er liebevoll. Wenn jemand aber Mohammed folgt, wird er bösartiger und bösartiger. Verstehst du? Und die Aussagen der Gelehrten. Ich glaube, das liegt aber auch daran, was gepredigt wird in den Moscheen. Oder von manchen Leuten, die auch hier drinnen sind, Bruder. Ich höre mir das ja auch manchmal an. Ne? Bitte? Okay, alles klar. Ich danke euch ganz herzlich. Ich muss jetzt ein paar Sachen erledigen, ihr Lieben. Okay, Amir. Ich beende jetzt den Livestream. Dankeschön. Alles klar, Amir. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ja, Gott segne dich, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. So, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Gott segne euch und eure Familien. Vielen Dank für alles, was ihr für mich macht. Möge der Herr euch das 10-Millionenfache zurückgeben, ihr Lieben. Gottes Segen, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, lasst euch niemals von irgendwem belabern. Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit und er hat den Tod überwunden und hat das auch bewiesen, eindrucksvoll. Denn das Grab ist leer. Was sucht ihr den Gekreuzigten hier jetzt auf?